So. That was training day. Wir waren ja gestern im Knast. Wir sind jetzt aus Knast entlassen. 120 Hafteinheiten haben wir bekommen. Somit ist auch unsere Haftzeit abgesessen und somit ist Farut offiziell wieder auch auf diesem Server kriminell. Okay, wir wollten es nicht, aber ist passiert. Shu Farut. Salam alaikum. Wir wollten es nicht, aber ist halt jetzt passiert. Kann man nichts machen, Jungs. Kann man nichts machen. Scheiße, Alter, und Handy habe ich auch nicht, Lan. Stopp, Mann! Stopp, stopp! Breaking News! Locke, der Boss mit 5 Euro für Minecraft. Du weißt Bescheid, Bruder. Ah, scheiße, wir haben vergessen, wieder Minecraft. Für Minecraft Video zu machen. Minecraft Gameplay haben wir vergessen. Scheiße, tut mir leid. Dann gibt's heute doch nur RP. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Moment, also. Zappas Leute sind überall. Die Kelps können auf Insel sein, die können auch hier in der Stadt sein. Die können mich einfach so hops nehmen oder. Ich brauche ein Telefon. Jo, was geht ab? Was geht ab? Was geht ab, Bro? Kann ich mal kurz dein Handy ausleihen? Gerne, warte. Ich schreibe noch kurz diese SMS, dann kannst du haben, ja? Okay, Bro. Ich muss jemand anrufen, weißt du, ich habe kein Handy. Die haben mir die Handys weggenommen und haben mir das nicht wieder zurückgegeben, diese 31er. Ja, komm mal mit auf Seite, bitte. Ich gebe dir das hier. Okay. Oha. Ich wollte nicht so laufen, ich wollte überfahren. Warte kurz, warte. Ich muss kurz überlegen, warte. Alles gut, hier hast du schon mal das Handy. Hubertus. Ich küsse dein Herz, Bruder. Danke für deine 50 Euro, mein Bruder. Vielen, vielen lieben Dank. Und danke für deinen Support, Habibi. Danke für deine 50 Euro, Bruder. Der haut einfach 50 Euro raus und schreibt, was ist jetzt mit Minecraft? Sorry, Bruder. Machen wir. Wir machen auf jeden Fall ein Minecraft-RP. Hubertus. Was habe ich gesagt? Hubertus. Danke, Hubertus. Bruder, 50 Euro. Mashallah. Danke, Habibi, vielmals für deinen Support. Vielen, vielen lieben Dank. Ist echt krass. Danke, Bruder. Ist das nicht die Frau von Zapata? Ich glaube nicht. Ey, Farut. Jo, was geht ab? Was geht ab, Bruder? Ich ruf dich in 5 Minuten an. Bruder, was für 5 Minuten? Ich hab nicht mal 10 Sekunden. Hol mich mal ab, Bruder. Ja, wir rattern gleich jemanden weg. Was? Wir rattern jetzt gleich jemanden weg. Bruder, ich bin dabei, verdammte Scheiße. Nimm mich mit, Alter. Ich hab auch noch mit denen ein Hühnchen zu rupfen. Ja, dann komm schnell zur Tankstelle da, wo unser Chapter ist. Schnell jetzt. Bruder, ich hab keinen fahrbaren Untersatz. Ja, dann. Ich kann dich abholen, Junge. Ich bin mit dem Gefecht. Warte. Scheiße, Alter. Okay, warte kurz, Bruder. Hey, Bro. Bro. Do you hear me? Bro, es tut mir very leid. Es tut mir wirklich leid. Ich brauch das. Ich brauch das, Bruder. Tut mir leid. Ey, was ist denn falsch? Warte, Bruder, ich lese gleich dein Ding vor. Ich muss schnell dahin. Scheiß auf den Blitzer! Hier mit Wheelie noch, fickt euch! Stopp, Mann! Stopp! Breaking News!
alles ab hier. Safe alles ab. Komm rein, wer ist das? Okay, geh rein. Ich bin's, Mann, ich bin's, alles gut. Verdammte Scheiße, was ist los, Jungs? Ich bin hier so schnell gekommen, wie ich konnte. Weiter nach hinten. Wir müssen da einen hochnehmen. Ah, okay. Boah, ich hab schon gedacht, Alter. Der hat scheiße über uns gelabert. Wow. Extreme Cut TV, danke für deine 245 Bits, Bruder. Und Melis nochmal mit 1000 Bits. Edis, wie heißt das Lied bei der 50er Donation? Das ist, Bruder, schieß nicht nochmal, Alter, an meiner Fresse vorbei. Was ist los mit dir? Soll ich dich auch ficken, Alter? Ich hab ein bisschen gewartet, bis du daneben gehst. Tut mir leid. Farut, mein Lieber, der Chuck ruft dich. Ja, ich komm. Das ist von Abdulhamid. Von Abdulhamid. Dankeschön. Auf jeden Fall im Paraterium. So, auch dir für deine 100 Bits. Ja, ja. Ich möchte jetzt, dass du anfängst zu erzählen. Ja, ja. Du weißt definitiv, wer wir sind. Das weißt du. Warte mal. Also, hinter der Maske weiß ich nicht. Okay, ich sag dir, wer ich bin. Ich bin Farut Ben. Ja, ja. The Real. Ich kenn dich, du bist gestern aufgetreten. Richtig, richtig. So. Was ist los? Was ist los? Erzähl mal. Ja, so, ich weiß auch nicht, um was es geht. Hör mir mal zu. Dreh dich mal um. Schau an, was ich trage. Weißt du, zu wem ich gehöre? Das ist eine Kutte. Du bist ein MC. Ich bin gleich da. Perfekt. Geht in die richtige Richtung. Mach mal Platz, ihr Kelps. Ja, perfekt. Alles gut, der hat doch die Kamera geschrottet. Der hat doch auf die Kamera geschossen. Der hat doch auf die Kamera extra geschossen. Alles easy, Jungs. Alles easy, alles easy. Wir sorgen, wir sind doch keine Amateure hier. Nicht mal Iftar habe ich so viel gegessen, dann. Ich habe in der Baustelle, dass ihr Waffen herstellen wollt mit diesen Rohstoffen. Und ich habe halt gesagt... Okay, wo hast du das gehört? Das war bei der Baustelle, also bei der Mine dort. Ja, aber von wem hast du denn gehört, dass wir angeblich Waffen bauen? Das war eine Frau. Eine Frau? Ja, ja. Wie heißt die Frau? Welche Frau war das denn? Das war mit so einem spanischen Akzent. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Hieß sie vielleicht Big Mama? Keine Ahnung eben. Ich habe nicht nach den Namen gefragt. Was sind draußen? Wer sind die? Ey Jack, ganz kurz, da waren noch andere MCs, Alter. Oben bei der anderen Tankstelle. Suchen die euch vielleicht? Nein, Bruder. Okay. Guck mal, hatte die so ein langes T-Shirt an oder sowas? Nee, sie hatte eigentlich die gleiche Jacke an wie ich. Offene braune Haare? Nee, schwarze Haare. Jungs, ich kenn Sophia gar nicht. Also ich weiß nicht, wer das ist, IC. Ich hab die Erfahrung gar nicht. Big Mama braun oder schwarz, ich weiß nicht mehr. Nee, das nicht. Big Mama würde niemals verraten. Das glaube ich eher jemand anderes. Irgendein kleines Mädchen kommt also hier und erzählt irgendwelche Gerüchte, ne? Okay. Auf jeden Fall hat sie gesagt, dass ihr wahrscheinlich Waffen herstellen wollt. Imperator, danke. Jungs, sind sofort durch, wenn die anfangen, irgendwas zu machen. Und Big Gamer, danke auch dir für deinen dritten Monat, mein Bruder. Vielen Dank, herzlich willkommen. So daraufhin. Ich hab drauf gesagt, okay. Ja, ich hab gesagt, dann verkaufe ich halt nichts. Ja, Ashraf hole ich mir auch noch. Ja, weil ich hab keinen Bock, dass ihr mich hops nimmt oder so. Du wartest hier. Aha, Angelos. Sonst krieg ich das verstanden. Ja. Warte hier. Yo, Jack. Kann ich dir nicht beantworten. Was ist hier los? Ja, geh mal hinten zu der Geisel. Kein Problem, der nächste Laden ist nicht bald. Ja, okay. Wo ist denn der nächste? Wo ist denn der nächste, ja? Wir wollen noch was essen. Ich fahr dich dahin. Jungs, kein Problem. Nee, Jungs, hört mir mal zu. Es gibt genügend Läden in der Stadt. Wir haben hier gerade was zu erledigen. Ihr könnt auch gerne woanders das einkaufen. Richtig, ja, da sollte kein recht. Problem sein, ihr habt Bikes. Ja, du hast recht. Hat auf die Bikes. Okay, Tamer. Jack. Jungs, ja, hast du irgendeine Waffe für mich? Egal, irgendwas. 9mm, Messer, irgendwas, dass ich mich wehren kann. Kann ich schon machen, Angelos. Ich hab halt keine Waffe rein. Okay. Vielleicht eine Kneif oder so. Gib dir mal Kneif. Schau mal, mein Lieber. Schau mal. Ich weiß doch nicht, wer du bist, ne? Aber du solltest. Ich weiß nicht, was du gesagt hast, auch was du hier Filme machst. Aber du kriegst gleich was anderes, ja, aber jetzt habe ich ja nichts bei mir. Okay, Bruder, passt. Alles gut. Wir wollten uns was zu essen. Typ, der Verkäufer an der Baustelle,
Und ich habe halt gesagt, oh ja, das ist doch gut für uns, oder? Und dann hat sie gemeint, nee, besser nicht erneut verkaufen. Chris. Danke, Bruder. Weil ihr werdet mit diesen Waffen dann jeden terrorisieren hier. Danke, Bruder. Warum hast du auf sie? Ja, ich weiß auch nicht. Warte mal. Naomi. Naomi. Bist du jetzt hier ein bisschen Kartellboss geworden, dass du hier den Jute-Mann da befragst? Du hast doch gesagt, dass ich auf ihn aufpassen soll. Ja, ich hab gesagt, du sollst aufpassen. Ich hab nicht gesagt, du sollst hier mit ihm ihn ausfragen. Geh mal zur Seite hier, Salami. Lass mich das machen. Das ist schon okay, dass ich das mache, Farod. Keine Sorge. Geh vor Tür, mach hier auf Security oder so. Aber befrag die Leute hier nicht, Mann. Was ist los mit dir, Naomi? Imperatur, danke. Du kannst mir doch keine Anweisungen machen. Danke. Die Arme, lang. Du musst doch nicht auf dich hören. Wie, du sollst nicht auf... Weißt du überhaupt, wer ich bin? Weißt du, wer du bist? Also... Weißt du, wer ich bin? Okay, du darfst bleiben, musst aber zuhören. Und du nimm mal die Hände runter, Mann. Wir sind hier nicht beim Konzert von Michael Jackson. Rest in Peace. Rest in Peace. So, hör mal zu. Ja. Ich kann dich vielleicht... Nee, warte. Naomi, du musst raus. Du musst raus. Kannst du dich nicht entscheiden, warum soll ich jetzt raus? Ja, du musst doch raus. Ich hab's mir anders überlegt. Geh raus. Wieso das denn? Weil, schnell. Geh mal schnell zu Jack. Farod, ich glaube, wir beide müssen das noch klären. Schnell, beeil dich, schnell! Imperitur, danke nochmal für deine 100 Bits, Bruder. Ich küsse dein Herz. So, hör mal, wie ist dein Name? Mein Name ist Nikolai. Mhm. Und Nikolai. Bin ein großer Fan von dir. Freut mich, Nikolai. Ich leg auch mal hier meinen Kneif weg, okay? Wie geht's dir, Bro? Alles fit? Ja, es geht mir gut. Ich bin ein bisschen schockiert. Er hat mir einfach nicht passiert. Hand gegeben, Mann. Was geht, Nikolai? Alles fit, Bro? Ja, bei dir? Auch, alles gut. Hör mal, du bist hier jetzt, die Jungs haben dich zur Seite gezogen, ich kann dich vielleicht raushelfen, Bro. Oh, das wäre perfekt, ich wäre dir auch sehr dankbar. Okay, du musst mir nur sagen, wegen was die dich eingepackt haben, dann kann ich hier raushelfen. Also... Es hat eine Frau in der Baustelle bzw. auf der Mine erzählt, dass ich bin gerade sehr schockiert. Sie hat erzählt, dass ich nicht die Waffen an euch verkaufen soll oder an die Red Light Crew, weil ihr damit mit den Waffen uns alle terrorisieren wollt. Tut mir nichts. Nee, alles gut. Weißt du noch ungefähr, wie die aussah oder irgendein kleines Detail hatte sie? Sie hatte schwarze Haare und einen spanischen Akzent. Einen spanischen Akzent, richtig spanisch? Ja, richtig spanisch. Oha, ja, bitte. Alles gut, bleib hier. Was passiert hier? Was passiert hier, ey? So. Oh. Ja, Salami, willst du mich eigentlich verarschen? Was hier passiert, Bruder? Ja, die haben ja keinen Respekt, Junge. Die haben keinen Respekt heutzutage. Bruder, wie viele Leute waren das? Ey, da kommen noch. Ich hab den genug Chancen gegeben. Reicht langsam. Was ist das da hinten? Ey, wir müssen schnell hier weg, Mann. Ich bin in den Fuß, mein Auto einer. Ey, Jungs, einer soll schnell Auto holen. Ey, Farod. Ja. Du hast noch Turos. Ja, ich hol schnell. Lass mal den einen laufen. Ich glaube, der hinten ist unschuldig. Ja, lass ihn laufen. Oh, Haaland, die haben kurz mal alles weggewichst, ne? Auf wen wurde gerade geschossen? Auf andere MC. Das war ein anderes MC. Der andere, der Lost MC. Aber warum haben die jetzt gegen Lost MC geschossen, oder? Komisch.
Mann. Stopp, stopp. Breaking News. Was geht hier ab, Lan? Ich bin IC. Ich bin kurz rein und Schießerei da, jemand hops nehmen. Imperatorium, dankeschön, Bruder, jetzt nochmal für deine 100 Bits, Bro. Ich muss gerade mal kurz klarkommen, Bruder. Warte, ich küsse dein Herz. Danke, Bruder. Jetzt. Hä, meine Waffe ist weg. Alter, meine Waffe ist weg. Scheiße, ja. Das war ein Bug. Ah, ich hab's die Cousin gegeben. Stimmt. Ich hab's die Cousin gegeben. Stimmt, voll vergessen. Stimmt. Ist dein Herz verrückt? Bruder, ihr müsst euch echt reinquetschen, ne? Ihr müsst euch richtig reinquetschen, Jungs. Fahr zum Chapter, schnell. Und ich sag dir ehrlich, Bruder, diese ganze Aufbereitung fürs Auto übernimmst du, Jack. Diese ganze Blut auf diesem teuren Ledersitzen, Alter. Oh, fuck, Alter, ich krieg keine Luft mehr, dann. Was, wo soll ich hin? Warum soll ich hier am Parkplatz? Hier, Leute, wir rufen jetzt den Mediziner. Ach so. So weit können wir mit dem Auto sowieso nicht fahren, Alter. Ja, das ist mit dir schwer zu sehen, Alter. Let's go. Wie geht's kurz, Bruder? Wie geht's dir? Ja, Mann, scheiße, ich hab's meinem Cousin gegeben, meine Waffe. Hier rein. Ups. Darf man Personen tragen und fahren? Ich glaube anscheinend schon. Bruder, gerade ist kritisch, ja. Wir haben echt viel um die Ohren gerade. Komm her, wenn du reden willst, komm her. Keine Ahnung, das geht nicht so einfach, Bro. Hey Jungs, einer liegt da noch, holt den mal. Barut. Barut, einer liegt da noch. Fahr mal schnell hin. Ja, sehe ich aus wie Mediziner, Bruder, was soll ich machen? Ich kann ja nicht fahren und gleichzeitig jemanden mitnehmen. Ja, komm schnell. Wenn du wüsstest, was geht ab, Bruder? Was geht ab, Bruder? Ja, aber nicht weit, okay. Hör mal, der noch. Einer liegt da noch, komm. Wir holen den noch schnell. Junge, meinen die mir hier Ansagen zu drücken? Ich soll was denn passiert, Bruder? Ja, weil so frech sind. Die kommen einfach hier und machen dir irgendwelche Ansagen oder was? Was ist los? Hey, chill doch mal. Hey, chill. Was machst du? Wo sind die? Ich überfahre die ja nicht. Alles gut. Wo sind die? Oh, scheiße. Verpasst. Hier ist keiner. Hey, kannst du wegfahren. Ja, fahr weg, alles gut. Geht sogar Stress gegen los. Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, was denn passiert, Bruder? Der ist einfach gekommen, hat die Ansage gedroppt, oder was? Ja, der wollte angeblich hier was einkaufen. Mhm. Ich hab den höflich gesagt, so, guck mal, geh am besten, weil das könnte hier sonst eskalieren. Hat er nicht zugehört. Er meinte, nur mein Prezi hat mir was zu sagen. Ja, einfach so ein Dickkopf. Okay. Und dann hat er halt meine Uzi geküsst. Nee, man kann nicht durchsuchen. Der ist ja gar nicht auf dem Schiff. Ja, mein Lieber, das kannst du auch in deinen Texten verfassen, ne? Dann ist das so ganz surreal, ne? Oder? Wo warst du denn, Faro, zu der Zeit, Alter? Oder ich war gerade hinten beim Verhör, Alter. Ich war gerade hinten und auf einmal höre ich nur noch Schiss, Alter. Ich renn mit Kneif raus, aber... Oder? Was ist denn da wieder abgegangen, Alter? Vergiss nicht, Bruder, schont eure Kräfte. Wir müssen andere Leute wegwichsen. Ja, alles gut. Ja, hör mal, Chuck, da würde ich sagen, da gehen wir die morgen an die Wand stellen, wa? Die Biker? Ja, richtig. Aber sowas von, richtig. Aber sowas von. Was haben wir mit denen gemacht, ja? Bruder, wie viele Leute wart ihr, Alter? Ich dachte, am Anfang dachte ich, ihr liegt, Alter. Und dann habe ich erst... Nein. Ich hab's gar nicht gecheckt, Alter. Wir waren 16 Leute. Hör mal, zweifelst du etwa an uns, mein Lieber? Nee. Ich geh mal kurz zum MD, ich hol mal hier Arzt her, weil die sind immer voll die Kelps, die sind voll faul.
Komm mal ein bisschen mit, Frank. Wir brauchen noch hier so einen richtigen. Guten. Wo sind die Jungs? Ja, ich mach das, Muss sie richtig anmotzen, Bruder, dann kommen sie. Meinst du? Ja, Bruder, vertrau mir, du musst sie richtig anmotzen. Ja, gut, machen wir das doch, Das waren die nicht, ne? Nee, alles gut, Mach dir keine Sorgen, mein Lieber, ich hab auch noch meine Wumme mit dabei. Bruder, ich brauch auch eine Waffe, Mann. Was ist los, Alter? Mit was soll ich machen? Ich kann ja nicht mit Faustkampf. Bruder, wäre mir fast hinten reingefahren in meinen Urus. Da siehst du, nur am Chillen, Bruder. Nur am Chillen sind diese Kelps. Verdammte Scheiße. Komm mal mit, mein Lieber, das machen wir jetzt ganz schnell. Ganz schnell machen wir das. Da, schau dir mal diesen Kelp an. Der steht da einfach nur da und macht nichts. Der hier, oder was? Ja. Yo! Komm mal, du Ayo Payo, du. Was treibst du hier, Junge? Ey, Medic! Ja, Mann. Medic, wir brauchen Hilfe, Mann. Wir haben 5 Dispatches abgeschickt. Kein Mensch kommt, Alter. Was ist los, Mann? Wo denn? Ja, im Chapter, Alter. Komm mal mit deinem Krankenwagen. Fahr uns mal hinterher. Habe ich dir doch gesagt, Frank. Schau mal, der hat das nicht mal gewusst. Hast du schön gemacht. Ich wollte ihn noch abstechen, aber da habe ich mir gedacht, nee, komm, das muss heute mal nicht sein. Nee, ach, was, heute nicht, mein Lieber, heute nicht. Das Ding ist, ne, könnte der wenigstens dumm rumstehen, aber gut aussehen, nicht mal das kriegt der hin, ne? Nicht mal das kriegt der hin, hör mal, verdammte Scheiße. Diese kleinen Bastarde. Hässlicher Vogel. Dieser hässlicher Vogel, du. Den klatsche ich noch. Bespreche ich dir. Nicht mal Blaulicht macht er an. Ah, da haben wir doch einen. Jetzt habe ich seinen Hack genommen. Aber, hör mal, Hackfleisch, Jung. Verdammte Scheiße, Mann! Hör mal, mein Lieber, hör mal, Blondlöckchen, komm mal her. Hör mal. Komm mal her. Siehst du das? Scheiße, woher kommt der Kratzer? Ja, wie woher kommt der Kratzer? Ich geb dir auch gleich eine Faust, dann sag ich, woher kommt dein blaues Auge, verdammte Scheiße. $1000. Ey Jungs, ich wollte euch doch nur helfen, dass ihr könnt das doch jetzt nicht mit. Weißt du, wie du uns hörst, mein Lieber? Steig in dein Auto und mach dich ab. Los. Ist gut, mein Lieber. Bist du blind oder was? Da ist ein Kollege von dir. Komm, steig ein und mach dich ab, bevor ich es mir anders überlege. Ich will $1000 noch. Ah, ja, die holen wir dir natürlich. Nee, mein Lieber, komm mal zurück, mein Lieber. Hör mal, mein Lieber. Das mit dem Kratzer machen wir auch noch gut. Ich will den Kollegen mal hier $1000, mein Lieber, das geht so nicht. Genau. Dass hier frontal reinfährst und einfach dann so eine Liege machen. Dann muss ich aber zur Bank gehen. Ja, dann geh mal zur Bank, wir warten hier. Hör mal, deine blonden Haare vergesse ich nicht, mein Lieber, ey. Wie geht's dir, Bro? Uns geht's gut, hab dir. Auch. War ein Überraschungsangriff, ne? Ja, natürlich. Dein armer Urus, Bruder, Wallah, das ist doch nicht normal. Er sieht aus wie Tornado Thomas. Ja, nein, Bruder, Tornado Thomas hat kein Tattoo. Bitte zu frech, Farut, hör mal. Bruder, was war denn hier wieder los, Alter? Bin ich eine Minute mit euch und dann passiert hier schon eine Schießerei. Kennst du doch. Sehr unglaublich, Alter. Ne, wenn mir Krumm kommt, den komm ich gerade. Wer ist das denn? Den roten Tanktop. Ne. Geht's dir gut? Brauchst du was? Ja, du hast mir Tabletten schon heute gegeben, für den Kopf. Ja. Und die benutze ich jetzt auf jeden Fall auch.
Und der Kopf wurde wieder eingeschlagen, Mann. Ein paar Minuten später. Nee, nicht eingeschlagen, diesmal bin ich gestolpert, leider. Nicht böse, aber komischerweise. Frag mich am besten nicht. Okay, wir müssen schon zum nächsten Einsatz. Ich wünsche euch was, okay, ja? Okay, super. Tschüss, danke. Oh, wollen wir weiter? Jo. Ah, ne, Eray. Ja. Yeah. Ich hab da ist mir eine oder andere. Warte mal, nee. Oder? Das eine oder andere. Ich gebe euch mal. Hast du gute bei dir läuft, ne? Was von da vorne, Bruder? Ich war komplett Tankzeug. Danke, hast du bekommen? Ja, danke, mein Lieber. Das danke, Ding danke. Ist, Naomi war sogar hinter mir. Naomi, wie weit waren wir weg? Wir waren. So. Ich glaube, jetzt habt ihr den bekommen von euch, ja? Ja, Bruder, der hat eine Schießerei, keine Ahnung, Alter. Alles gut, alles gut. Ey, Jungs! Bruder! Jungs, was denn los, Alter? Warum ist kein Schwanz hier? Ja, das ist eine gute Frage von dir. Was ist Naomi? Das fragen wir uns immer. Wo ist Fuchs? Ich hab das da hinten irgendwo. Ja, Bruder, wir haben ja nur ein Problem mit dem Kartell, ist ja nichts. Wir haben ja nur bloß ein Problem mit Kartell. Ich schau hier größte Töne raus, beleidige Zapper und wenn es drauf ankommt, ist keiner hier. Jack, wo sind die ganzen Leute? Bruder, mehr brauchst du nicht. Bruder, was für mehr brauchst du nicht, Bruder? Schau mal, wie viele Leute wir sind. Schau mal, der eine boxt sich da hinten mit der Frau. Der andere, Cedric, der klebt hier schon seit Tagen. Den fick ich auch gleich. Der eine kommt vom Fitnessstudio. Dann haben wir nur dich. Und was haben wir für Waffen? Ich habe keine Waffe, nichts. Ich habe nur eine Kneif, Alter. Der sich hinten mit der Frau boxt. Weißt du, dass der gerade alles aufgeräumt hat, ne? Ja, aber Bruder, wir sollen mal hier die ernste Lage checken, Bruder. Ich habe gerade Zappa angerufen. Ich habe ihn gerade beleidigt. Echt? Ja. Wo findet man den überhaupt? Ich hab ihn SMS geschrieben. Okay. Ich weiß ja nicht, wo wir den finden. Vielleicht finden wir den irgendwo. Ja, wo sind denn Knete? Wo sind Musto? Wo ist Miami? Da ist ein Auto. Ahnung, da vorne ist ein Auto. Hast du eine Waffe für mich? Ja. Hast du keine Pistole? Nee, gar nichts, Bruder. Ja, komm mit, komm mit. Zappa macht gar nichts, Bruder. Zappa macht hier was. Hör doch. RLC, Lan. Was für Zappa, Bruder. Sag dir eins, Farod. Keiner fickt mit meiner Familie. Ja, hast du auch recht, Bruder. Hast du auch recht. Und deswegen müssen wir hier auch mal Gas geben. Ich habe jetzt gerade einen versucht anzurufen, der ist nicht da. Und den Zappa habe ich eine SMS geschrieben. Hast du eigentlich was zu essen für mich? Ja. Oh, wenn du das ja, schick mal rüber. So, bitteschön. Ich danke, mein Lieber. Ich trinke mal noch kurz den alkoholfreien Sekt von gestern noch. Ich bin auch gespannt. Mal schauen. Aber es sieht nicht gerade so gut aus. Nur doch keiner ist. Es sind nicht so viele Leute hier. Müssen mehr Leute da sein. Moment, ich muss kurz was hier. Okay. Das ist nicht ich im Jackie beim Hintergrund, sondern sein Bruder ist da im Hintergrund. Keine Ahnung. Okay, Toni. Das Problem ist, viele von den Jungs, Musto und so, die sind jetzt alle ja Supporter, die machen alle Supportarbeit. Jetzt haben die nicht mehr so viel Zeit für RP, glaube ich. Und das ist jetzt scheiße, jetzt habe ich so große Töne gespuckt. Aber egal. Egal, Lan. Ich reiß das Ding schon noch irgendwie. Weg.
Ich kann ja mal, ne, ich geh mal nicht gucken, ne? Wer sind die? Cedric, kannst du kurz abchecken, was abgeht? Ja, ja. Wer sind die, Bro? Oh, der Mann muss rennen, er hat kein Auto. Oh, ich bin gemutet. Jungs, wer sind die Leute? Welche Leute meinst du? Die da hinten, da gegenüber. Zwei kenne ich nicht, aber einer davon, der jetzt gerade wegfährt, ist der hier, ist mein Bruder. Okay. Die da hinten kenne ich nicht. Das ist, glaube ich, Hassan, das sind einfach Taxi-Leute. Okay, wie viele Leute sind wir heute? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 Leute, ja, das ist okay. Das ist okay, das ist nicht so wenig, wie ich gedacht habe. Ey, Farus. Ja. Ey, kannst du mir auch so eine Schutzweste kaufen? Ja, Bruder, aber das Problem, ich hatte die gestern nur an wegen Konzert. Was geht, ey? Ah, Luis! Oh, was geht? Oh, Farus. Wird auch mal Zeit, dass du hier aufwachst. Bist du Promi geworden oder warum die Schutzweste? Ja, gestern wegen Konzert, Bruder. Ich hatte noch keine Zeit, mich umzuziehen. Was ist da, Mädels? Warst du bei Alten oder was? Warst du ein bisschen on Tour? Bruder, du weißt ja nicht gestern, was passiert ist. Ich habe ja gestern Zapata gedisst. Und deshalb hängt uns das Kartell im Nacken. Ja, aber echt? Mhm. Wer hat den geholfen? Warum? Ich bin einfach weg. Okay. Und gerade eben haben wir irgendwelche andere Bike abgeknallt. Ich habe auch zwei weggewichst. Stark, Mann. Na, normal, Bruder. Der kommt von Seite. Ich habe ihm direkt Messer gegeben und den anderen ist gekommen. Da habe ich mein Messer auf Boden gefallen. Dann habe ich ihn kurz zusammengeschlagen. Links, rechts? Links, rechts, Uppercut. Du weißt die Kombination. Normal. Hör mal, kannst du kurz deine Klapperkiste aufmachen? Ich müsste mal kurz herunterfahren, gucken, was da los ist, mein Lieber. Dauert 2 Minuten. Luis, der Keltosch. Wieso sagst du so? Wieso sagst du aber so? Ja, Frank, dann geh mal laufen, ne? Ja, warte ich nur mein Bike, mein Lieber. Ja, besser ist es. Oh ne, Morok, nicht schon wieder Handybacklern. Nein, Morok. Jungs. Ja. Tut mir mal einen Gefallen. Das nächste Mal versucht nicht irgendwie Zungenkuss mit den Gegnern zu machen. Weil die werden euch sofort abstechen. Habt ihr auch sicherlich schon bemerkt. Abstand halten. Ihr habt alle Knarren. Ihr könnt auch aus der Ferne schießen. Halt deine Schnauze, mach Restart, Lan. Restart ist gerade perfekt gekommen. So, X-Spam bringt nichts. Da muss Server Restart gemacht werden. Relock. F an Frank. Warum F an Frank? Hä, warum F an Frank? Big Mo, woher weißt du das? Warum F an Frank? Was passiert? Der wollte dein Auto nehmen. Du hast nicht reagiert. Ah, ups, habe ich gar nicht mitbekommen. Habe ich echt gar nicht mitbekommen. So, ich wollte aufs Klo gehen und genau deswegen ist jetzt ganz kurz der ganze Server neu gestartet. Basoma, danke für deinen Raid, Bruder. Ich küsse deine Augen. Herzlich willkommen an deine Leute. Wo ist Cousin? Keine Ahnung, Bruder. Mal schauen, die kommen vielleicht alle, vielleicht kommen sie nicht. Ich muss mal gucken. Irgendwie muss ich muss heute auf jeden Fall aufpassen. Jungs, ich kann jetzt nicht hier frei rumlaufen in die Stadt, weil das Kartell kann jederzeit auftauchen.
Ey, ihr Schlaumeier. Ey. Ich hab mal überlegt, wie das Leben hinter den Kulissen ist, wenn ich aufs Klo gehe, was so im Chat abgeht, okay? Ich hab mir einfach mal gedacht, komm, nimm mal einfach dein Handy mit, verfolg mal hier den Chat, was die da schreiben. Und musste sehen, wie manche Streuner hier schreiben, schreibt alle hahaha. Schreibt F, hahaha. Und dann schreibt auf einmal jeder hahaha. Ich bin schlau geworden. Ich bin nicht mehr der von früher. Ich habe mich verändert, wie Sascha. Ihr wisst Bescheid. Was geht ab, Capro 17? Was geht ab, Bro? Jetzt erst gecheckt. Ja, und jetzt bin ich ein 31er. Okay. Gar keinen Sinn. Wallah, gar keinen Sinn. Jetzt bin ich auf einmal 31er. Nicht deine alten Kollegen? Ja, jetzt bin ich ein 30er. Alles gut, ich klär das, Jungs. Wer ist das? Yo, what up? Auch mal so cool sein wie ihr. Was geht ab, Jungs? Alles klar? An diesem Bike und so. Ich will auch mal so cool sein wie ihr. Auch, alles gut. Und was macht ihr? Wenn du willst, kannst du mit meinem Bike fahren. Was los, Jungs? Was geht hier ab? Ja, das Angebot würde ich nicht mal abnehmen, Mann. Ja, geh mal, komm, dreh mal noch. Hallo! Die Kabel kommt bestimmt mit. Hallo! Ist das eine Pegassi? Das ist deine Buddy. Hallo, hey! Hört ihr mich? Alter. Hey, Jungs! Ich bin eigentlich gemutet. Ey, Bro. Ja, das ist Fahrrad. Jungs. Ah, okay. Ja, bitte. Yeah. Ich dachte schon, ihr ignoriert mich. Ich dachte, wir hatten hier ein Problem. Mighty, danke schön für deine Unterstützung, Bruder. Was geht ab? Was macht ihr? Nix, Chili Vanille. Jungs, komm mal kurz zur Seite. Ich muss. Oder besser gesagt, Cedric, mach dich mal ab hier. Cedric? Nein. Cedric, verpiss dich mal, Mann. Immer muss ich unhöflich zu ihm werden. Hört mal zu, Jungs, hört mal zu. Ich sag's euch im Vertrauen, okay? Okay. Ey, sag mal, arbeitet ihr hier beim Taxi oder was? Genau. Ja, du kennst mich doch, Luis, Alter. Hör mal auf, so einen auf den zu tun, du kennst mich nicht, Alter. Ich hab dich gerade nicht jetzt erkannt. Ja, komm. Ich hab dich nicht erkannt. Wie kann man diesen albanischen Akzent nicht erkennen, Mann? Bist du behindert? Du hast keinen Ton geredet, Mann. Du hast meinen scheiß Korken. Man hört dich nicht. Doch, die hören mich jetzt. Ja. Luis, wer wart ihr beide nochmal? Ich bin der Juni. DiCapri. Juni und DiCapri, okay. Jungs, ich hab, sag ich mal, eine gute Quelle, wo ihr gut Geld machen könnt. Ihr wollt doch, oder du? Ihr, also ich profitiere nur 4,7% davon, mehr nicht. Aber normalerweise profitieren wir doch von dir, hä? Ja, aber jetzt pass auf, Bruder, jetzt pass auf. Ihr könnt auf jeden Fall gut Geld machen, wollt ihr mit einsteigen? Kommt drauf an, wo einsteigen? Ah, schau mal. Alaikum salam. Wie geht's dir, Cousin? Alhamdulillah, Bruder. Wie geht's euch? Auch, alles gut. Bruder, hör mal zu. Ich hab für euch alle eine gute Idee. Ihr könnt richtig viel Geld machen. Ihr gebt mir jetzt Geld und jetzt passt auf, haltet euch fest. Das muss aber... Guck mal, ich schwöre, wenn du jetzt lachst, heißt es, ja. das ist gelogen von dir, Farid. Ey, lasst euch nicht abziehen, Jungs. Was für abziehen, Mann? Ich ziehe hier niemanden ab. Ey, scheiß auf den. Spätestens dann, wenn ihr alle auch einen Urus fährt, dann wird der sagen, wie habt ihr das gemacht?
Hört mal zu, Frau, Jungs. Ja. Kommt mal zum Punkt wie bei den Frauen, Mann. Okay, pass auf. Ihr gebt mir, wie viel Geld möchtet ihr investieren? Was ist euer Ziel? Wie viel Geld möchtet ihr? Ich guck mal auf mein Konto. Kommt drauf an, wofür? Bruder, schau mal, da gibt's gerade neuen Coin. Der nennt sich okay. Bencoins. Okay, Bencoins gerade richtig am steigen. Damit machst du richtig fett Kohle, Bruder. Und okay. um 12 Uhr, da kommt, da hau ich einen Twitter-Beitrag raus und dann wird automatisch der Bencoin steigen. Das mache ich natürlich nicht bei jedem, das mache ich nur bei euch. Und wenn ihr da jetzt in Bencoins investiert, boah, Bruder, dann sag ich ehrlich, kann sein, dass der vielleicht 80%... Investiert. Ja, du denkst wie ein Albaner, du bist Albaner, ne? Erzähl weiter, vielleicht investiert. Siehste, deswegen sind die Albaner stabil, weil die denken viel mit dem Kopf. Deswegen haben die auch so große Schädel. Und, auf jeden Fall, wenn du jetzt da investierst, Bruder, dann steigt da die Coins und dann verdoppelst du fast. Was, wenn ich mein Geld nicht mehr wiederkriege, wen darf ich dann ficken? Nee, Bruder, das ist 90%. 90% holst du immer Geld raus. Du kannst ja auch vorsichtig sein. Du kannst ja auch vielleicht nur $1,000 investieren fürs Erste. Okay. Kann ich jederzeit wieder auszahlen lassen? Ja, kannst du machen. Jederzeit. Also auch wieder bei dir. Normal, Bruder, bei wem sonst? Bei mir kriegst du das Geld wieder. Wenn du $1,000 gibst und sagst, ah, Farud, ich möchte doch nicht dir, ich möchte mein Geld zurück, kriegst du deine $1,000 wieder zurück, Bruder. Gar kein Problem, du kannst nur gewinnen. Okay. Dieser Urus gehört auch dir? Ja, das ist mein Urus. Habe ich auch durch Bencoins erworben. Okay. Ja, dann komm, lass mal rüberfahren zur Bank, wir zahlen dir ein bisschen was aus. Let's go, komm, fahren wir mit dem Urus, kommt. Okay, komm. Ja. Bruder, die kriegen ja ihr Geld. Ich ziehe ja hier niemand ab. Boah, der sieht aber auch geil aus. Bruder, paar Mal investieren, dann hast du auch so ein Auto, Bruder. Das ist gar kein Problem. Alles nur durch Bencoins. Ja. Alles nur durch Bencoins bekommen, Bruder. Uff, was ein Monster. Bencoins. Ah, okay. Hättest du hier kurz zu Casino fahren können? Casino, stimmt. Alter. Egal, wir gehen Staatsbank, weil ihr holt ja wahrscheinlich größere Summen. Ja, bestimmt. Nehme ich mal an, oder wollt ihr da mehr so $10 investieren? Das ist ja keine gute Investition, da machst du nicht viel Geld. Wir sind bei der Taxizentrale, wir haben genug Geld. Let's go, Bruder. Hol das Geld und dann investiert, Jungs. Investiert. Nein, Bruder, was für Roulette. Das wird gut investiert. Ja. Nein, Maske, halt dich davon distanziert. Habe ich was verpasst? Also, Bruder, die hatten gerade nur eine Schießerei und so, jetzt mal gucken. Mal schauen. Nee, ich zieh die nicht ab, Bruder. Hör mal auf, Alter. Jungs, was ist los mit euch? Alle abziehen, Alter. Komm raus, wir geben dir Geld. Nein. Weiß ich nicht, Melis. Weiß ich nicht. Sonst kommen wir nicht mehr weg hier. Danke für deine 40 Spitz. Scheiße, Digga, was ist das für ein Auto, Mann? Ja, Mann. So. Kann man das Auto ausleihen, oder? Ja, kann man auch ausleihen, Bruder, für einen Tag. Okay. Wie viel Dollar? 7.300. Wow. Aber, Bruder, lohnt sich. Sag dir ehrlich, lohnt sich. Ey, Fahrrad, du musst aber dran denken, du darfst ab sofort Taxis umsonst fahren, ne? Ja, okay, dann machen wir $7.000. Dann zieh ich $300 davon ab als Freundschaftspreis. Was für ein Angebot. Ich bin jetzt echt gespannt, wie viel Geld die gegeben haben. Bruder, das läuft alles über mich. Schau mal, ich sag dir nochmal kurz, wie es geht. Also, du gibst jetzt mir das Geld. Wie viel Geld möchtest du geben, DiCapri? Komm, ich hau auf die Kacke, ich geb dir 9.000. Bruder, das ist eine sehr gute Investition. Du hast keine Ahnung, dass du bald gefickt bist, Bruder. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go, Bruder, mach das. $9.000, sehr schön, Bruder, das ist sehr schön. Moment, ich notiere mir das kurz. $9,000 from DiCapri. Richtig. Okay, wen haben wir noch? Juni? Genau. Wie viel Geld möchtest du geben, mein Lieber? Einen Moment, überweise ich schnell. Bitte. $2,031, okay, dann haben wir jetzt 9.000 von DiCapri, 1.000 von Juni
Dann sind wir 2000. Perfekt bei... Ah, 2000. Oh, 2000. Tut mir leid, ich hab das fast übersehen. 2000. Ja, wollte ich ja sagen, was war das? Stopp, Mann! Stopp, stopp! Breaking News! Ey, Pippi, danke für deine 100 Bits, Bruder. Okay, sehr schön. Okay, dann schreibe ich mir das auf. 9000 DiCapri und 1031 Dollar Juni. 2000 genau. 2000 Dollar Juni, okay. Ich schreibe mir das auf und dann gehe ich schnell in mein Büro und mach das. RP45 Gaming mit Bodrum Vibes. Ich küsse dein Herz, Bruder. Vielen, vielen lieben Dank auch dir für deinen Hype nach Bodrum. Habibi, vielen, vielen lieben Dank. Ich küsse deine Augen, Jano. Dankeschön. Oh, was geht, Mann? Für deinen Support. Oh, ey, was geht ab, Bruder? Wie geht's dir? Wie geht's dich? Alles gut? Oh, Juni. Was geht? Bruder, komm, Lockenkopf. Ja? Komm mal kurz zur Seite, Bruder. Ich muss mit dir quatschen. Natürlich. Lohnt sich, Jürgen. Schau, hast du gehört, was er gesagt hat? Er hat gesagt, lohnt sich. Bruder. Ja, um was geht's denn? Bruder, es geht um eine dicke Sache. Und damit ist nicht mein Glied gemeint, sondern... Ich dachte, du redest über meins. Nee, es geht um Bencoins. Bencoins ist die neue Währung, Bruder. Und du kannst damit richtig viel Geld machen, Bruder. Bist du dabei? Hör mal zu, ich hab gehört, Bencoins. Da haben dich schon ein paar Leute gesucht wegen Geld. Bruder, das sind irgendwelche Lappen. Das sind, glaube ich, Konkurrent von Krypto oder so. Ich fick die noch. Bruder, okay. Gar kein Problem, ich mach das, Bruder, vertrau mir. Ja, und wie viel soll der Spaß kosten und was kann ich gewinnen? Es kommt drauf natürlich an, was du gewinnen möchtest, Jutta Jürgen. Ja. Yeah. Was hast du denn, wie viel Geld möchtest du investieren? Also ich habe gerade 250.000 auf der Bank. Dann würde ich dir sagen, fang erstmal klein an. $52. $52, okay, dann brauchen wir ja auch nicht weiter zu quatschen. Ich kann ein bisschen investieren, wie viel soll es denn sein? Bruder, das kommt auf dich an, du wirst auf jeden Fall 40-50% dazu bekommen. Und okay, dann machen wir 2500. 2500. Moment, ich schreibe mir das auf. Wie ist dein Name mit Nachname, kompletter Name? Beißer. Jürgen Beißer. Jürgen Beißer, $2000. Und RP45 Gaming mit 1000 Bits. Ich küsse dein Herz, Bruder. Vielen, vielen lieben Dank auch dir erneut für deine Bodrum-Vibes, Bruder. Vielen, vielen lieben Dank. Herzlich willkommen. Ich feiere das, dass der Chat da auch immer mit Herzen und so mitmacht, Jungs. Danke. Dass ihr euch auch bedankt. Vielen, vielen lieben Dank, Jungs. Der zieht die Danke. Leute ab. Der zieht die Leute ab, siehst du denn nicht? Bruder, was für abziehen, Alter. Ich will gar nichts, ich will gar nichts investieren. Was laberst du, Bruder, was für abziehen? Schau mal seine Nase an, die wächst schon, wie Pinocchio. Ich hab schon gemerkt, das ist schon irgendwas komisches, dass er mich vier Beine schon gefragt hat. Der hat nicht nur drei Beine, sondern vier Beine. Ey, komm mal kurz zur Seite, Cousin. Wolltest du mich gerade wirklich verarschen? Nee, Bruder, der labert doch. Bruder, was mit dir los, Mann, verdammte Scheiße? Was ist los, Bruder? Warum machst du hier mein Geschäft kaputt, Mann? Cousin. Cousin, ich gehe jetzt dahin und sage, ich habe in 10.000 Euro investiert, $10.000 investiert und habe 25 zurückbekommen. Komm. Bruder, du hast schon kaputt gemacht. Das Vertrauen ist kaputt, Bruder. Nein, nein, alles gut. Ich sag, ich habe Spaß gemacht. Okay. Der wird es auch bestimmt glauben. Ey, das Geschäft ist geplatzt. Ich habe gewusst, dass es ein Fass ohne Boden ist. Hör dir mal kurz trotzdem nochmal was an. RP45 Gaming nochmal hier mit 5 Abos, Bruder. Ich küsse doch dein Herz, Habibi. Vielen, vielen lieben Dank. Wallah, vielen, vielen lieben Dank, Bruder. Danke für deinen Support, Habibi. Deine 5 Abos. Vielen, vielen lieben Dank, Bro. Ja, immer. Ja. Guck mal, mir geht sowieso finanziell noch nicht so gut. Einfach wieder gut. Ja, und dann willst du mich abrippeln, mein Freund. Nee. Nee, Bruder, das vertrau ihm nicht, glaub ihm nicht. Warte ganz kurz, du im Tanktop. Ich überleg's. Der hat sowieso kein Geld. Wie war nochmal dein Name? Nikita. Ah, okay, alles klar, hat sich erledigt. Was willst du damit sagen, du Wichser, Alter? Danke, RP45, Bruder, ich küsse dein Herz. Ja? Bei welchem Kurs sind wir denn jetzt momentan? Ja. Moment, ich muss kurz gucken. Bruder, noch ist gleich, erst ab 12 Uhr. Ab 12 Uhr wird der Kurs steigen. Okay, ja, aber so, entweder wird er steigen oder fallen, ne? Nee, fallen wird er nicht, Bruder, weil ich ja einen Twitter-Beitrag mache. Bruder, wenn Bencoins einen Twitter-Beitrag macht, dann wird das steigen, Bruder. Und ich werde ich bin ja der Besitzer von Bencoins. Wie viel kostet denn ein Coin bei dir? Bruder, ein Coin ist momentan hat eine Währung von $245. So ein Zipcoin oder was? Bruder, ein Dollar ist... $75. Bruder! Nein, hört sich gut. Das ist gut, Bruder. Du hast keine Ahnung, Mann, du Lockenkopf. Okay, warte mal, dann... Ey, steig mal sofort aus meinem Auto aus. Steig mal aus meinem Auto aus. Was, Junicom? Steig mal sofort aus meinem Auto. Junge, steig mal aus dem Auto aus, Mann.
Steig aus, DiCaprio. Ich wollte nur eine Runde fahren, Digga. Achso, das ist DiCaprio. Steig hier aus oder ich hol dich hier raus. Fahr uns nicht, dass du uns verarschst, ja? Nein, Bruder, ich würde dich doch niemals verarschen, Mann. Niemals, Bruder. Du musst mir ein bisschen vertrauen, Bruder. Ja, ich vertraue dir. Ich gehe jetzt ins Büro und dann mache ich das schnell. Hast du nicht mitbekommen, dass ich nicht ausbezahlt wurde von diesem Wolf? Bis gleich. Aber ey, hör mal zu, hier, ich kaufe 2500. Ja, dann steig ein, Bruder, lass uns kurz zur Bank, komm. Ja, ich fahr mit meinem Auto hinterher. Nee, Bruder, scheiß drauf, komm. Ja, steig hier ein, Bruder. Scheiß auf dein Geringverdiener-Auto, Jürgen. Ich fahr, ja, komm. Nikita kann bei uns fahren, komm, steig hier ein, Nikita. Bruder, wir fahren woanders mit Nikita, fahr du mit dem. Ich hab beauftragt, wir fahren nach Hause. Danke. Der muss einfach nochmal rauslassen. Ich küsse das, Alter. Bruder, vielen lieben Dank. Ich küsse deine Augen, Abi. Vielen lieben Dank nochmal für deine 5 geschenkten Abos. RP45 Gaming. Ja? Sag mal, wie viel hast du denn schon verdient damit, dass du schon so einen schönen getunten Urus fährst? Bruder, das ist, weil ich eben in Bankcoins investiert habe und hier nicht mein Geld sinnlos verballert habe, wie manche andere. Ich merke schon, da läuft's auf jeden Fall. Es läuft, Bruder, es läuft, sag ich dir doch. Das sieht echt prächtig aus, ne? Warte mal, dann geh ich ganz schnell mal 2500 Dollaris holen. Ne? Achtet, Bruder, schnell! Schnell, bevor wir 12 Uhr haben! Danke, Bruder. Ja, das war der Nichita. Ich weiß, ich werde den noch hoch zur Seite holen. Nichita und Ashraf. Yo, Nichita. Yo, was ist los, Mann? Bruder, du hast doch letztens den Bruder Ashraf geholt, ne? Geholt wie geholt? Also, wir haben doch letztens das eine bequatscht mit dem Videomaterial. Ja. Bruder, dank dir haben wir das auf jeden Fall alles klären können. Mit wegen mir, wegen Ashraf? Ja. Ich wollte den doch ficken, Mann. Ich hab den doch gar nicht gerufen. Ach so, du warst gar nicht der, wo gerufen hat, okay. Nein, ich wollte den doch ficken, Mann. Ah, okay. Können wir ganz kurz gleich aussteigen, dass ich dir das Geld geben kann? Was mit Kartell? Werden wir mal gucken jetzt. Erstmal muss ich kurz Geld machen. Weil das Auto ist sehr eng gerade, ich kann mir nicht mal... Alles gut, Bruder, machen wir dort gleich. Ich bin gleich, wenn wir dort sind. Perfekt. So, lass ich dich auch hier wieder ab, so wie sich ein Service gehört. Und nicht mal Tankgeld verlange ich von dir, Jürgen. Ja. Weil wir Freundschaft, Freunde sind. Und Freunde kann man ja vertrauen. Ja, dann komm mal hier raus, dass ich dir Geld geben kann. Komm Bruder. Hier. 2,5 habe ich gesagt, ne? Ich schreib mir das kurz noch auf. So. 9000 von DiCapri, 2000 von Juni und 2000 von Jürgen. Ja, 2,5 habe ich dir gegeben. 2,5 meine ich, sorry, habe ich fast vergessen. Alles klar, dann sehen wir uns nach 12 Uhr. Nikita, willst du auch soll ich auch für uns holen? 2,5 noch habe ich noch dabei, Bargeld. Das heißt, wir haben 5,5. Hast du genug gekauft. Geld, Mann? Ja, warte. Okay, komm, mach noch für mich. Ich mache noch für Nikita, das heißt, du kannst ihn aufschreiben, Jürgen. Was ist das? Das ist Cedric. So, dann haben wir nochmal. Okay, dann haben wir. Ich schreibe jetzt einfach auf Jürgen Beißer 5000. Ja. Okay, alles klar, haben wir. Perfekt. Alles klar, Jungs. Dann gehe ich jetzt ins Büro, mach das schnell mit dem Geld und nach 12 Uhr hören wir uns. Perfekt. Willst du noch kurz meine Nummer aufschreiben? Ja, am lieben gerne, ne? Super, schreib mal auf. Warte mal. Die neue Technik hier, ne? Melis, danke schön für deinen Gönner, wo ich küsse dein Herz. Vielen lieben Dank. Herzlich willkommen an der Stelle. Was geht ab? Yo, was geht ab, Big Mama? Gib mal die Nummer. Ist das Big Mama? Big Mama. Ah, Big Mama. Komm, Farud, gib mal die Nummer. Achso, 857. 857 minus? Minus 6674. 6674. Jürgen, bist du's? Ja, was geht ab? Wo sind deine Locken hin? Dieser Blick gleich. Du weißt Bescheid. Ich sehe mit dem Handy. Sag mal jetzt nochmal. Nummer, ich sag die Nummer. Warte. Nochmal Nummer gib. Hast du nicht aufgeschrieben? Doch, aber irgendwie existiert diese Nummer nicht. Was hast du auf 5? Schreib mal nochmal auf. Ja. 857. 857 minus 6673. Ah, das ist eine 3, sorry. 6673. Alter, wie konnte ich das falsch sehen? Ich schreie, sorry, Bruder. Hör mal zu. Ruf mich mal an. Ich geb dir meine Nummer, Herr Farud Ben.
185? Moment, machen wir. Wir müssen ja hier auch das Vertrauen gewinnen. Nicht, dass natürlich, er das gibt. Natürlich. Moment, Jürgen. Moment, mein Handy klingelt. Moment. Ich küsse dein Herz, Bruder. Danke für deine 500 Bits, Habibi. Ich küsse deine Augen, Bruder. Danke, Wallah, für deinen Support. Du hast auch krass richtig Support gegeben. Was nochmal bitte? Ich sag, bei anderen gehst du ran, wenn ich anrufe, gehst du nicht ran, alles klar. Du hast, glaube ich, auch meine falsche Nummer, Big Mama. Du hast auch irgendwas mit 5 am Anfang. Der hat falsche Nummern rausgegeben. Okay, jetzt ganz von vorne. Jungs, langsam. Ey, pass mal auf, wir haben nicht mehr lange. Bandcoins gleich am Steigen. Jürgen, gib mir schnell deine Nummer, schnell. 185. Minus. Ja. 9517. Genau, schreib mal SMS. Okay, ich schreib dir dann gleich eine SMS, nein, Jürgen. Schreib mir jetzt SMS, jetzt sofort. Ach so, jetzt? Ja, schreib mir jetzt sofort eine SMS. Okay, Bruder, Moment. Schreib mir danke schön für dein Abo, SMS. Bruder. Danke für dein Abo. Ganz schnell, mein Freund. Ganz schnell. Komm, mein Lieber. Daytona hast du an. Daytona. Ein Moment, Bruder. Urus, Daytona. Big Mama. Was ist hier los? Was? Bruder, warte mal, mein Handy spinnt gerade. Ein Moment, ich ruf dich gleich. Moment, so. Wir wollen das natürlich, dass du hier auch das Vertrauen vollkommen hier gewinnst, Bruder. Dass du nicht das Gefühl hast, dass ich dich hier abziehen will, Bruder. Danke, RP75 Game. Walla, Bruder, was du rausgekommen hast. Ich küsse doch deine Augen, Habibi. Wer ist das, Lan? Ich küsse deine Augen. So, bist du da, Jürgen? Jürgen! Ah, sorry, ich... Ja, Jürgen. Ah, sorry, genau. Schreib mir mal eine SMS, guter Farod. Schreib mir mal eine gute SMS. Bruder, ich ruf dich an, Bruder. Was für SMS? Ich ruf dich an, dass du direkt siehst. SMS kann jeder heutzutage faken. Moment. Natürlich, dann ruf mich mal an, damit wir ganz kurz FaceTime machen können. Okay. Natürlich. Ja, Jürgen, 5000 Minus und unsere Leihwaffe ist weg. Hä, warum kommt das, Jürgen? Was ist das? Hier, Farod, du fickst hier mit dem falschen Mösel, das eigentlich... Bruder, ich ruf dich an, da kommt mir sowas. Was ist das? Oh, mein Lieber. Hör mal zu. Den Kita mach ich bereit. Wer bist du überhaupt? Zurzeit sind alle Kundenberater im Gespräch. Was für Kundenberater? Was hast du mir für eine Nummer gegeben, Jürgen? Hör mal zu, mein Lieber. Was ist das? Du kannst einen Verarscher nicht verarschen, mein Freund Farod. Verstehst du das? Ich hab schon gewusst, dass irgendwas faul ist, dass ich deine Nummer zweimal falsch eingemacht habe. Bruder, gib dir mir irgendeine Nummer, wo ich anrufe. Gib mir mal die richtige Nummer, Bruder. Was ist los mit dir, Mann? Hör mal zu. Hör mir mal genau zu, mein Lieber. Hör mir mal genau zu. Du schreibst mir jetzt eine SMS vor 12 Uhr oder wir haben ein riesiges Problem, du und ich. Moment. Farod, hör auf damit. Farod, wegen $5000, du hältst mich... Guck mal. Du fährst Urus. Du hast eine Daytona an. So, Bruder, jetzt. Ich hab die Zahlen vertauscht, Bruder. Ich hab die 2 und die 4 vertauscht. Natürlich. Das passiert mir ab und zu. Die 3 auch. Genau, die habe ich aus Versehen vertauscht. Richtig. Wo ist er denn? Oh, da ist er doch, der Gute. Natürlich. Stopp, Mann. Stopp. Breaking News. Hallo, Sam, danke, Bruder. Jetzt. So, mein vielen Dank für deine 200 Bits. Ich wusste gar nicht, dass Nummern austauschen so lang geht. Ja, und ich wusste auch nicht, dass er so ein ekliger Betrüger ist. Bruder, was für Betrüger, Mann? Du wirst sehen, du wirst gleich reich. Hör mal zu, gleich reich. Ja, du bist gleich reich. Ich hab 5000 Minus gemacht auf Thunfisch. Farod, warum machst du das? Ich glaube, Bruder, vertrau mir. Jürgen, nach 12 Uhr rufst du mich an und dann wirst du dein Geld bekommen, Bruder. Und dann wirst du sagen, weißt du, was du dann sagen wirst? Ah, Farod, es tut mir leid, hätte ich doch bloß $10.000 investiert. Das wirst du sagen. Das wird das Erste sein, was du sagen wirst, wenn du mich anrufst. Lockenkopf. Wie Teufel. Hey, wer ist das? Gib mal Auto her. Ah. Okay. Also, Farod. Mhm. Weißt du noch, gestern im Club wollte ich da was erledigen. Mhm. Hey, Juni. Mit einer bestimmten. Ah, ja, das müssen wir auch noch machen. Stimmt, genau, hast du recht. Genau. Und ich brauch da ein bisschen deine Hilfe, weil die kennt jetzt mein Gesicht. Junge, Walla, diese Kiste ist krank, Digga. Wenn du die irgendwie irgendwo herlocken könntest. Ist gar kein Problem. Könntest. Warte. Komm kurz mit. Alles gut, komm mit. Wir machen das. Kein Problem, Big Mama. Ja, so oft, wie ich dir aus der Scheiße geholfen hab. Möchtest du vielleicht auch in Bandcoins investieren nochmal? Du hast ja letztens gut Geld gemacht. Schau mal, die Jungs, die investieren, die fahren später alle krasse Autos. Sag ich ehrlich, also musst du wissen. Was meinst du? Mhm.
Weißt du, also an sich hast du ja nicht gelogen. Ich dachte ja wirklich, du ziehst mich ab, aber ich habe ja ein bisschen noch was rausbekommen. Oh, richtig, hast du ja gesehen. Ja. Hast du ja gesehen, dass ich kein Betrüger bin. So, ja, aber... Fuchs, Cousin. Bruder, schau mal, das ist Big Mama, das ist eine gute Freundin von mir. Die hat Probleme mit irgendeinem Mädchen, was weiß ich, kenne die nicht. Irgendwie, das sind Probleme, dies, das. Ich gehe jetzt kurz ins Büro, investiere kurz, mach kurz deren Jungs hier Geld und dann komme ich zurück und danach gehen wir auf die Suche. Seid ihr da später am Start? Könnt ihr so lange kurz aufpassen? Ja, ist dieses Büro zufällig Casino? Nee, Bruder, was für Casino? Ich gehe da doch nicht rein. Ich hab Töbe, ich gehe da nicht mehr hin. Scheiß auf Casino. Ja, Allah, komm mal. Ey, Alter, ich hab Pappmaul, Alter. Okay, ich mach mal dann chill mit denen, ich komm dann nach 12 Uhr bin ich dann da. Okay, okay. Alles klar, bis später. Warte mal, Cousin, wohin gehst du? Ich muss ins Büro, Bruder. Lass mich mit in diese Büro. Bruder, du musst doch auf Big Mama aufpassen. Ich scheiß auf die, Mann. Nein, Bruder, du musst auf die aufpassen, sonst gibt's Stress. Ich muss sicher mit Fuchs und ich muss alleine ins Büro, Bruder. Wo ist dieses Büro? Bruder, das kann ich dir nicht sagen, sonst stimmen mir hier die Leute da ins Büro. Weißt du, was ich meine? Ich weiß doch, was du ja. Die zwei, die gerade hier waren, die haben an deinem Auto rumgeschnippert, ne? Okay. Die wollten deinen Kofferraum ausbauen. Ich musste weg. Ich musste schnell weg. Ah, scheiße, ich wurde geblitzt, Lan. Fuck. Wo war das so? Ja? Wo bist du? Ich bin kurz unterwegs, was los, Bruder? Okay, Dingens. Weißt du, wie diese Typen vom Kartell aussehen? Ja, weiß ich. Okay, wenn du irgendeinen von denen siehst, ruf einfach an, wir... Bruder, hast du mir einen Funk, Bruder? 881. Okay, alles klar, dann komm ich in den Funk. Alles klar, beide. Bis gleich. Landu Kelplan! Scheiße, sorry, man. Yo, Holmes, where have your Augen? What? Alles okay. Doch alles gut, bro, hold on. Hey! Ja. Go out for my car, man, was ist los mit dir? Oh, der Griff ist verzogen, oh man, der Homies. Was ist los, Alter? Du hast Kratzer in Auto gemacht, man, wie machen wir das jetzt? Und er hatte den zwei Nägel. Guck dir mal unsere Whip an, man, unsere sieht ja auch nicht besser aus, man. Wie machen wir das? Ich würde sagen, ihr seid schuldig. $2000. Ich zeig dir, wie wir das machen, ist kein Problem. Hey, Holmes, chill down. Look. Hey, der ist sogar mit seiner Weste runtergefallen. Mann. Look it, Jungs. Wir machen das anders. Ich helfe euch, schaut mal, ich helfe euch. Ihr seht mir aus wie schlaue Jungs. Ihr seid nicht dumm. Okay. Wollt ihr vielleicht auch reich werden? Ja, für show. Sure. Look. Yeah. Look. I have an idea, okay? Bencoins, okay, Jungs. Bencoins. Ihr müsst in Bencoins investieren. Bencoins. Wenn ihr mir jetzt hier... Ich kann das Geld Bencoins? Euch verdoppeln. Ja. Ich habe nicht mal eine Kreditkarte. Okay, wie viel brauchst du von mir? Bruder, kommt drauf an, wie viel Geld du machen willst. Also wie viel Geld kannst du denn investieren, dass du dafür viel Geld kriegst? Wenn du $500 investierst, kriegst du vielleicht $2000. $10,000 kann ich investieren.
Bruder, mit 10.000 Dollar, sag ich ehrlich, fährst du nächste Woche auch so ein Urus. Ey, da kannst du nicht nein sagen, Holmes. Okay, wie geht das, Bro? Bro, look, du musst jetzt einfach mir... Ey, Bro, ich verstehe dich, Bro. Bro, okay, Bro. Du musst mir jetzt einfach das Geld geben. Ey, ich schreib dir deinen Namen auf. Bro, what is she talking about, bro? Bro, fucking know what the fuck is talking about, bro. Okay. Explain, bro, explain. Okay, look. Ihr müsst mir jetzt 10.000 Dollar geben. Nah, bro. Not in your native language, bro. Nah, bro. Ey, bro. I think, trying to jack some shit, bro. Mm-hmm. Something like that. You trying to jack some shit. No jazz. No jazz, hip hop. I make hip hop. Oh, okay. I make hip hop. Hip hop rapper. Mm-hmm. Look, hey, bro, erstmal for real, kann ich mal mit der Whip fahren einmal? Fahr mit? Bruder, also schau mal, hör mal zu. Komm. Bruder, einmal, komm. Hör mal zu. Willst du jetzt lieber den Urus einmal fahren oder willst du ihn eigenständig, dass da dein Name draufsteht? Ich will ihn erst einmal fahren, Bro, und danach, dass da mein Name draufsteht. Also entweder investierst du da in die 10.000, ich meine in die 10.000 Dollars und wirst mehr Geld verdienen. Mhm. Eine Probefahrt gibt's hier nicht, Bruder. Ich bin hier keine Autofirma. Come on, einmal. No. Hey, sorry, Holmes. Why the fuck you got a bulletproof vest, bro? Wieso hast du eine kugelsichere Weste an, Mann? Ah, ich hatte gestern ein Konzert. Ich bin Rapper. I'm a Rapper. Echt? Yo. Ist sie echt? Yes. Ist sie echt, Bro? Yeah. Echt? Das ist eine echte Weste? Yeah. Hey, Jungs. Austesten? Hey, Jungs. Fast. Ich hatte Schock, Alter. Crazy. Scheiße, Mann, wo kriegt man so einen her? Bruder. Oha, Bro. Ich hab gerade schon fast gedacht, du willst mich echt abknallen, Alter. Und mir das Geld abnehmen. Ey, der Typ ist sowas wie ein Iron Man oder sowas, Bro. Look, no Iron Man, Jungs. Ich kann euch auch Westen besorgen. 10.000 Dollar und ihr kriegt Westen, Alter. Können wir auch machen, wie ihr möchtet. Warte mal, Bro, ich muss nochmal schießen. Nein, nicht nochmal, Bruder. Ja, Bro, das hält vielleicht nicht mehr. Das ist eine One-Way-Weste. Das ist eine One-Way-Weste. Die hält nur einmal. Dann ist sie doch nicht 10.000 wert, oder nicht? Ey, nur eine Kugel. Gib mir mal deine Handynummer. Okay. Look, Holmes. Now you want pay 10.000? Gib mir deine Scheißnummer. Was ist deine Nummer? Sag schnell. Sag du, Bro. Ich hab deinen Namen schon geschrieben. Moment. Meine Nummer ist... 575-6674. 575-6674. Okay, warte. Ich klingel dich kurz an. Perfekt. Wieso ist denn dem seine Rückbank so verklebt, Mann? Okay, cool. Okay. Alles klar, Mann. Dann, Now you can give me the money. Yeah, ich ruf dich gleich an, okay? Okay, Bro. Alles klar, Mann. Hau rein. Ey, verpiss dich, Monte, bevor ein Schuss fliegt. Fotze. Yeah, always, B. Get the fuck out of here, bro. Wann ist Server Restart? Ach, sick, der Server Restart ist gleich. Wartet. Voran geht der LAN. Carlito, mach gut, Ebbe, ja. Distanzier dich von Unicorn, ja, mach ich. So, jetzt passt auf, okay. Wir haben jetzt, wie viel Geld haben wir jetzt? Wie viel Geld haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt 17.000 Dollar, Jungs. We are rich, Lan. Und dann nochmal 10.000 von Carlito, Bruder, 27.000, Moroch. We are rich. Ich sag euch ehrlich, Alter, dieses Geschäft. Moroch, ich verstehe nicht, warum die Leute immer arbeiten gehen, Bruder. Sonst macht man doch hier viel besser Geld. Was für Arbeiten? Er hat doch gesagt, dass er Undertaker mehr feiert. Wer denn?
alles auf Rot. Nee, nee, wir verzocken das Geld nicht. Wir machen jetzt schlau, schaut mal. Wir machen jetzt schlau. Ich dachte, du kriegst was um. Bruder, ich dachte auch bei dem nächsten Schuss, Alter, Junge. Aber geiles RP, wildes RP. Investier in Bencoins, Bruder. Auf nur Metabasis. Vertrau mir. Investier in Bencoins. Jetzt schaut mal, jetzt chillt mal kurz euer Leben. Also, schau mal, es gibt zwei Varianten. Entweder wir haben jetzt 17.000 Dollar. Ich gehe jetzt zu jeder Person hin und sag, nee, warte, ich zeig's euch lieber, IC. Lass mich mal machen. Finde es aber gut, dass so viele Leute RP eingehen. Finde ich auch, Bruder. Sehr schön, natürlich. Wie meinst du mit Systemspielen? Wie geht sowas? Alles auf Rot. Bruder, chill mal dein Leben. Habe ich als Farod jemals Scheiße gebaut? Habe ich jemals irgendwelche Leute abgezogen als Farod, Bruder? Wir waren immer ehrlich. Wir haben nie Leute abgezogen. Wir waren immer loyal und haben auch hier nie betrügerisch waren wir unterwegs. Niemals, ne? Einen. Wambo Mambo weiß Bescheid. RP45 Gaming wieder mit 200 Bits, Bruder. Ich küsse doch deine Augen. Dankeschön, Habibi. Danke, danke auch dir, Habibi. Gab es heute Fetzerei? Ganz kurz am Anfang, aber ich denke mit Kartell auch später. Deswegen muss ich aufpassen, ich kann nicht zu frei rumlaufen. Niemals. Kann mich nicht erinnern, ich kann mich auch nicht erinnern. Wenn du Blackjack lernen könntest. Blackjack. Stopp, Mann. Stopp, Breaking News. Bei Blackjack check ich nicht, ja. Der echte Sigi, dankeschön, Bruder, jetzt für deine 100 Bits. Der echte Sigi ist wieder am Start. Bruder, warum geht das nicht? Weiß einer? Server off bis 0.20 Uhr. Wer sagt das? Wer sagt das? Warte, check ich jetzt gleich ab. Pentagon Discord, warte. Wo ist das LAN? Stopp, Mann! Stopp! Breaking News! Kannst du mal meinen Vater Tobi grüßen? Ich grüße Tobi. Tobi! Dein Sohn, bester Mann. Mit Jürgen. Ja, wir machen schon noch RP, aber wo steht das? Ah, da, Ankündigung. Liebe Community, der Server bleibt bis 0.20 Uhr offline. Grund dafür sind Bug... Faxen. Okay. Müssen wir mal gucken dann. Okay, das sind 15 Minuten. Dann schauen wir uns so lange das Video einfach an, von Ding damals mit Farod Ben. Das geht ja ungefähr 11 Minuten, das passt schon. Müssen wir jetzt so lange warten, Alter, bis Server online geht. Just Chatting umstellen, Bruder, ganz kurz. Dann schauen wir uns so lange das Video an, das hat der Bruder Enno geschnitten. Enno macht ja sehr gute Videos, dann haben wir hier auch noch mal ein bisschen RP. Richie ist jetzt auch auf Penta, okay. Lass uns Blackjack, nee, Bruder, Blackjack spielen voll viele Leute und die machen das professionell, Bruder. Ich krieg das doch nicht mit einem Video hin. Stopp, Mann! Stopp! Breaking News! Muss entscheiden, ob du eine Zahl willst. Muss ich mal gucken. Okay. Der echte Sigi, danke nochmal für deine 100 Bits, Bruder. Moment. Ziehen wir uns halt so lang rein. Melis mit 2750 Bitslern. Melis, was hast du gemacht, Melis? Ich küsse doch dein Herz mit Bodrum-Vibeslern. Ich küsse doch deine Augen. Vielen, vielen lieben Dank für deine 2750 Bits. Krass. Das ist schon viel, Alter, sei ich ehrlich. Wie süß zweiter Edis ist. Ja.
Siehst du mal. Muss man sich für den Server bewerben, ja. Dankeschön auf jeden Fall, Melis. Ich küsse dein Herz. So, wir schauen das Video dann so langsam. Jetzt spenden mit $1000 könnt ihr auch spenden. Das könnt ihr mir geben, das wird auch für sein Grab. Ja, die spenden, ja. Ja, ja, da mit. Stopp, Mann! Stopp, stopp! Breaking News! Unser Adanalle ist auch hier. Was geht ab? Was geht ab? Adanalle, dankeschön, Bruder, jetzt für deinen Euro. Für deine 100 Bits. Ich küsse dein Herz. Manuel auf jeden Fall. Pass auf. Da haben wir auch Leute abgezogen. Gebt euch mal. Wenn ihr mir $1000 gibt, dann wird das auch gespendet, dass er ein besseres Grab wird. Stopp, Mann! Stopp, mein Name schon, du weißt Bescheid, News. Bruder. Danke für deine 100 Bits. Ich küsse dein Herz. Kommt. Ja, das hört sich gut an. Das dürfen wir aber leider nicht. Hier sind 5000 von mir. Machst du eine schöne Grab, ja? Ja. Moloch, die haben wir auch abgezogen, Lan. Walla, den haben wir auch abgezogen, Lan. Ja, ja, mach ich, Mann. Alles Hassan, gut, was geht ab? Danke, Jungs. Ich danke euch vom Herzen. Das wird auf jeden Fall für Grab gespendet. Wenigstens einer, der ein gutes Herz hat. Jawohl, Bruder. So macht man kurz und knapp mal Geld. $7000, Bruder. Verdammte Scheiße, da wird Strip Club. Dom Perignon, alkoholfrei. Bitches. Geil, Alter. $7000. Ist ja ihr Opa, der Herr, richtig? Richtig, das ist genau mein Opa dann so, ja. Wie hat er denn seine Anwaltslizenz bekommen? Hören Sie, das Herr von Van Gogh, das ist der beste Anwalt, Alter, in Los Santos. Mhm. Es gibt keinen besseren. Und wie hat er seine Anwaltslizenz bekommen? Hat er irgendwie eventuell mit der Prüferin oder ähnliches geschlafen? Anscheinend hat er bei der Beerdigung werden Leute abgezogen, wie ehrenlos. Gelernt, das ist ja wie, als würde ich fragen, wie sind Sie Chief of Police geworden? Sie haben ja wahrscheinlich auch dafür gelernt. Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, aber der große Unterschied ist, dass der Chief of Police natürlich Qualitäten hat, die wir von Van Gogh... da haben wir einen Franzosen noch. Le Petro français? Oh, je peux pas te français, te propos. Oh, c'est très bien. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Le Petro Paris. Geil, Boruk, wie kommt man auf seinen Scheiß, Digga, Lan? Paris. Chez moi, bon, super. Le croissant. Croissant. Et un baguette avec des chaussettes. Non, baguette. Non. Ah, d'accord. Jetzt wird's wild hier. So kommen wir zurück zum Thema. Wie hat er seinen Abschluss bestanden? Wissen Sie das? Er hat auf jeden Fall, glaube ich, der ist ja schon ein Anwalt gewesen. Da war ich, bin ich Streirad in der Hut gefahren. Und da hat er schon gesagt, Alter, boah, Farod, wir holen dich irgendwie raus und wir machen da. Und da hatte ich schon ein Problem mit Polizei. Und da hat er mich auch schon damals rausgeholt. Wenn Sie zu, er hat... Bruder, bin Abo hier. Was geht ab? ...mit der Prüferin geschlafen und so seinen Abschluss bekommen. Also, ich glaube, Herr von Van Gogh, wenn wir ehrlich sind, ist er jetzt nicht gerade der hübscheste Kerl. Also, ich glaube, geschlafen fällt schon mal raus. Denn entweder hat er da ein bisschen Geld unter den Tisch geschoben. In dem Fall gilt das Angebot immer noch. $250 für jeden und wir haben hier nichts gesehen und ich gehe einfach. Oder, keine Ahnung, also ich weiß auch nicht. Was ist los? Bruder, wo seid ihr? Was geht ab, Error? Seid ihr Kelps? Bruder, wir sind am Chillen, ja? Ja, Bruder, chill. Soll ich dir noch Geld überweisen? Willst du noch eine Stripperin? Soll ich dir auch noch Kneif besorgen? Stopp, Mann! Stopp! Breaking News! Bruder, welchen Fahrrad muss ich zuhören? Den, Bruder, vom Video an. Walla. Danke, Walla, aber im Servium Sandy, ich küsse dein Herz. Dankeschön, dem Show. Lack, du Kelp, komm mal hierher hin zum Friedhof, Mann. Hier ist Beerdigung, Alter. Ja, aber wir sind noch gar nicht eingeladen. Bruder, tut mir leid, ich hab die Postkarte vergessen mit Beerdigung und dann noch Carlito seine Leiche in der Postkarte. Lack, das ist eine Beerdigung, was für eine Einladung. Komm mal hierher, Alter. Ja, chill mal, Alter. Aber was mit dir passiert, Schatz? Du bist im Knast, die haben schon mitgemacht. Ja, die Polizei ist hier, die machen auch Schutz und so, dass ich nicht abhaue, Alter. Ich hab ja eh nicht vor abzuhauen, aber beeilt euch mal. Oh, die Leiche ist da. Lilian, dankeschön für dein Abo im ersten Monat. Herzlich willkommen. Ja, ich komm bei sofort, Rewe. Schnell. Carlito! Weißo! Patron! Der hat das so geil gemacht, Bruder. Kent im ersten Monat. Herzlich willkommen, Kent im ersten Monat. Fairer. Danke auch dir. Herzlich willkommen im ersten Monat. Was ist los, Alter? Die Leute subben hier rein, Bruder. Ich küsse doch eure Augen. Dankeschön, Jungs, für euren Sub. Und Adanalle. Stopp, Mann. Stopp, auch nochmal hier mit 100 Bits. Ich küsse dein Herz, Abi. Grüß mal bitte Mehmet Ferrari. Mehmet Ferrari, ich grüße dich, Habibi. Und Black Sea TV auch im ersten Monat. Herzlich willkommen, Jungs, im ersten Monat. Auf weitere Monate, würde ich sagen. Dankeschön, Jungs. Gönnt euch das Video. Das war gerade nur für einen Schock für mich, Carlito so zu sehen.
Ey, was ist das, Mann? Ich kann ja nicht mal Video anschauen, Alter. Der echte Sigi, ich küsse dein Herz, Bruder. Danke für dein Gönnabo, Bruder. Danke, Habibi. Bleiben Sie stark. Sie schaffen das. Sie sind ja anscheinend ein starker Mann. Ja, normal bin ich stark. Ich gebe mir jetzt auch seit 2 Wochen wieder Trembolon, aber das brauchen wir jetzt hier ja nicht zu erwähnen. Woher bekommen Sie das? Von meinem Apotheker. Würde ich mal gerne kennenlernen, den Apotheker. Scheiße, Mann. Carlito. Chief? Ja. Danke, Blexi. Ich küsse dein Herz. Oh, Carlito. Scheiße, Mann. Carlito, Alter. Ich glaube, jeder sollte mal was zum Abschied sagen. Sag mal, ey, Patron. Wo ist eigentlich die Sabba? Ich weiß nicht, wo der ist. Die Flachzange. Der Feld sagt wohl kommen, aber. Keine Ahnung, wo der Wichser ist. Und diese verdammte. Ja, alles klar, sagen wir Ihnen da noch ein Wort, oder wie? Ja, da fangt mal ein, komm. Ich würde sagen, Van Gogh, richtig stabil. Von nichts an, der Farut, der fängt mal an. Nee, du musst. Lass ihn anfangen. Der sieht mir aus, als ob der schon eine Rede bereit hat. Der da hinten. Carlito, mein Junge. Ich weiß doch, Tag 1 hast du dir die Hose. Stopp, Mann! Stopp! Breaking News! Es wird Zeit für Benaides. Melis wieder mit 245 Bits. Wird langsam. Alles langsam. Vertrau mir, Melis. Ich krieg das schon hin. Dankeschön für deine Bits. Deine Mutter ist früh abgehauen. Hat uns beide im Stich gelassen. Die kleine Göre. Und mir fällt das schwer, wenn ich sehe, dass ich dich jetzt hier im Grab tragen muss. Und halt die ganze Kacke. Und, warte kurz. Scheiße, Mann, ey, das ist natürlich nicht einfach. Herr von Van Gogh, beruhigen Sie sich. Ja, kann sein, dass mein Sohn ab und zu ein Wichser war, ja? Mhm. Gegenüber euch allen, gegenüber dich vor allem, Farud, ja? Dass er so ein bisschen hochnäsig war. Aber er hatte ein großes Herz. Er hatte einfach das größte Herz. Richtig. Das größte, was es hier auf diese ganze Stadt gibt. Ja? Der hat sehr vielen Menschen geholfen. Ja, mein YouTube-Kanal, Bro. Ja. Nein, Ding, Server Restart. Um 20 nach geht's weiter. Ich kann jetzt nichts mehr dazu sagen. Ich will nur, dass er hohe Freundin hat, ne? Und. Ich weiß nicht, Killer. Ja, jetzt seid ihr dran. Ich kann nicht mehr. Okay. Dann würde ich jetzt das übernehmen. Carlito, als ich gesehen habe, zum ersten Mal, bevor du mich adoptiert hast, habe ich mir gedacht, was ist das für ein Kelb, eine Klatsche, ich schmier ihn um und dann, Jungs, ich glaub nicht, was er gemacht hat. Er hat eine AK-47 gezogen, hat gesagt, Bruder, wenn ich will, ratter ich dich jetzt um oder ich nehme dich auf und ich helfe dir und geb dir Geld und Ruhm und Reichtum. Natürlich habe ich gesagt, ich will Ruhm und Reichtum. Ja, und auf jeden Fall. Moment. Ja, und auf jeden Fall. Dann hat er halt gesagt: Bro, ab jetzt stehst du unter meinem Schutz. Lack, wir f***en jeden. Und ich sag euch ehrlich: Bis heute auf jeden Fall. Oh. Sorry. Ey, Jungs, tut mir leid. Einfach alle. Tut mir leid, Jungs. Tut mir leid. So. Auf jeden Fall habe ich Carlito bis heute. Habe ich ihn gemocht. Er hat mir Geld gegeben. Er hat mich beschützt. Da sind irgendwelche Streuner gekommen, die haben gesagt: Farud, wir stechen dich ab. Carlito war da. Wo wart ihr? Wo waren die Officer? Wo seid ihr, wenn man euch braucht? Leute haben meinen Urus geklaut. Ihr wart nicht da, aber Carlito war da. Er war da. Ach, Carlito, ach. Ja, Herr von Van Gogh. Heute ist der Tag gekommen, 7.05.2021. So wie ich auch die meisten Rapper hier bald sehen werde, wenn meine Karriere losgeht, so liegt auch Carlito hier. Verdammt, das heißt, ey! Du, Mann! Hör mir alle zu! Wir spazieren hier jetzt weg, ey! Die Bullen! Wir spazieren hier jetzt weg! Und die bleiben genau hier! Das war der schlechteste Plan, Modok, Walla! Das war der schlechteste Plan! Oha! Ja, hey, ich hab dir gesagt, Farud. Ich hab dir gesagt, Farud, wir hol dich raus hier. Keine Sorge, ich hab dir gesagt,
Sieh zu, dass der Patron wegkommt hier und die Bullen, die geht hier lang. Schauen Sie mal, Sie machen eigentlich einen sehr, sehr großen Fehler, weil wir wollten dem Fahrrad eigentlich heute seinen Tag noch gewähren. Wir haben nichts zu tun, hallo. Chief of Police, helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte. Patron, Patron, sehen Sie zu, dass Sie wegkommen. Alex, sehen Sie zu, dass Sie wegkommen. Du musst jetzt im Auto begleiten. Doch, doch, wir gehen gleich ins RP in 4 Minuten. Wohin, wohin? Was soll ich machen? Wir gehen zusammen zu die Auto. Herr Officer, mach dies dann Sinn, oder? Nimm die Hände runter, du auch. Verdammte Scheiße, Herr von Van Gogh, die bringen uns da rum. Niemals, keiner bringt keinen um hier. Alles gut hier. Wir gehen jetzt zum Auto und dann fahren wir hier weg. Ob wir das alle verstanden? Keine falsche Bewegung, das knallt sich. Sag der Officer, die sollen weg, die sollen weg. Ey, Officer, ey, ihr drei, ey, hör auf zu funken, Mann. Soll ich bleiben? Ey, ihr drei. Bitte, bitte, bitte macht, was er sagt, bitte. Ey, bitte. Alle ruhig jetzt, Mann. Bitte. Alle ruhig jetzt. Ihr drei, ihr dreht euch jetzt um und geht weg. In die Richtung, sofort. Aber nur wenn die machen einen großen Fehler. Amigo, der Kollege stirbt, du machst einen Fehler. Einen großen Fehler. Babbel nix. Geh zu deinem Kollegen. Macht, was er sagt. Macht, was er sagt. Von Van Gogh hast du eine Waffe? Alle Einheiten sollen weg. Alle Einheiten sollen weg. Jodi, hast du doch die Knarre? Hast du noch die Knarre? Nimm den anderen. Beruhig dich, zieh die raus. Amigo, dreh dich um und geh. Keine, komm einfach mit. Die soll uns in Ruhe lassen. Du bist ein Pisser. Ihr rennt jetzt um eure Leben. Habt ihr verstanden? Heide. Genau so. Oder wir sind am Arsch. Ich sag dir ehrlich, wir sind am Arsch. Ich hab alles vorbereitet. Komm, beruhig dich. Patron, wir fahren zu dem Flughafen. Nee. Zeig mal ein, hier, Officer. Alles klar. Jetzt haben die uns so gefickt, Modok. Die waren aber auch gut vorbereitet. Bruder, jetzt schau, wie die uns hops genommen haben, die Cops. Wie die uns hops genommen haben, die Cops. Oha, Lan, geil gemacht, Lan. Jetzt. Ja. Oha. Scheiße! Die waren schlau, die haben mir Nagelbänder abgelegt. Nein! Nein! Da kommt Miami. Steig ein! Steig! Fahr, Bruder! Fahr! Oh Scheiße, der Reifen! Herr von Van Gogh! Bleib, Herr von Van Gogh! Bleib hier stehen! Hast du eine Waffe? Nein! Bruder, deine Reifen, du bist gepickt, Bruder. Fahr berg runter oder irgendwie. Jo, schieß dich, ich tu euch nichts, fahr. Frieden! Sofort. Mann, die sind bei mir ins Auto eingestiegen, Mann. Ich kenn die nicht mal. Der kommt zu, der sagt, fahr, steig ein, da sagt der Ding, die sind bei mir ins Auto eingestiegen. Oben bei der Kasse. Beste, Bruder, der hat Ausrede durchstudiert. Kastburg, stehen bleiben. Alles easy, Mann, alles easy, ich kann nichts dafür. Aussteigender Fahrer, Hände hoch. Ja. Herr Officer, da wollte ich in seine Autotür einsteigen. Ich kann nichts dafür. Schau, hier wollte ich einsteigen. Die Wand. Herr Officer, schau, da habe ich dann gesehen, er hat zugemacht. Ich kann Ihnen alles erklären, Herr Officer. Ja, Sie stellen sich jetzt habt ihr gesehen? Ich habe ganz kurz diese Ding gehabt. Diese F drücken und einsteigen. Aber da habe ich dann gesehen, scheiße, geht nicht. Das Auto mit den Händen, los. Verdammte Scheiße, Mann, was hast du gemacht, Bruder? Herr Ben. Die stellen sich an ihr Auto. Jo, keine Ahnung, Mann. Ich weiß das gar ist nicht mein gehen. Auto. Da haben uns geil hops genommen, ja, Bruder. Die haben einfach Nagelbänder da abgesperrt, ja. Modo. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Ich krieg ihn dann noch. Der Herr von Van Gogh, sieg den Lamm, bitte. Das war's. Alte Zeiten. Oder ist es erlaubt zu schießen, wenn man alleine im Auto ist? Weil das tat der Cop. Keine Ahnung, Bruder. Sei ich ehrlich. Kein Plan. Oh mein Gott, wer ist das direkt vor? Du weißt Bescheid. Haben die richtig gut gemacht. Die waren alle überrascht. Bruder, ich sag dir, jetzt auch nicht gedacht. Ohne Witz. Ohne Scheiß. Ich hätte das nicht erwartet. So. Echt, Sascha, jetzt schon pennen oder was? Was los, Bruder, ja? Ich dachte, wir machen noch hier eine wilde Nacht, Bro. Krypto, Bruder, ich mein Bencoins. Ist selber wieder online? Spaß, schlaf gut, Bruder. Wann ist Server online? Server bleibt bis 20 offline. Okay, müsste doch jetzt online sein. Ist 21 nach. Nein, Server off. Warte, ich schau mal kurz. Weiß ich nicht. Acho. Bruder, morgen Arbeit, sehen uns. Alles klar, Bruder, jetzt schlaf. Ich muss morgen auch früh raus, ja, deswegen kann ich auch nicht zu lange bleiben.
Der Officer hatte Waffe noch an Kopf, aber egal. Kein Plan, Bruder. Bruder, ich sag dir ehrlich, schau mal, wenn die ein bisschen reinfailen, das ist kein Problem. Ich fail ja auch rein. Ich bin ja auch nicht der beste RP-Spieler, okay? Aber wenn du reinfailst und daraus noch ein geiles RP ziehst, dann ist das mir ehrlich gesagt scheißegal, okay? Wenn ich jetzt jemanden eine Waffe an Kopf richte, okay? Und er zieht dann auch eine Waffe und irgendwie kommt irgendwas oder so und macht daraus ein richtig geiles RP daraus, dann sage ich, okay, er hat aber ein geiles RP draus gemacht. So wie gestern zum Beispiel, wo das Kartell gekommen ist und uns angegriffen hat, war auch ein geiles RP. Obwohl ich mir nicht sicher bin, woher die wussten, dass wir da waren, aber kann ja sein, dass dieser Kalle da, dieser Hero-Frisur, da das geplaudert hat. Kann ja auch sein, ich weiß nicht. Aber ich habe das nicht hinterfragt, weil ich fand, das war ein geiles RP. Schlaf gut, Sino Gianno, ich küsse dein Herz. Erzähl mal ein paar Geschichten. Was soll ich erzählen, Bro? Was für eine Geschichte willst du hören? Bruder, das geht immer noch nicht lang. Server könnte jede Minute angehen. Ja, darauf warten wir. Da, jetzt sind schon 4 Spieler auf dem Server. Aber hier steht immer noch Connection failed. Achso, der Server ist starting up. Er ist gerade am Hochfahren. Server fährt jetzt hoch. So ein paar Geschichten mit Ferhat Alamo. Wir sind ja in einem Monat in Bodrum, dann habe ich genug Geschichten zu erzählen. Wie es zu Batman-RP gekommen ist, Bruder, das war spontan. Dieses Batman-RP war einfach spontan. Wir waren mal im Knast, da sind wir runtergesprungen, haben dann einfach so auf Batman gemacht und dann seitdem, kein Plan, haben wir einfach so geredet, immer wie Batman, so ab und zu. Streamst du in Bodrum? Ich denke schon. Ein, zwei Mal geht schon. Batman RP was very nice. Können wir auch mal wieder machen. Wir müssen ja auch mal noch ein Ding machen. Farut auf kein Testo. Na, geht ja wieder. Farut auf kein Testo muss auch noch mal kommen. Dass Farut nicht auf Testo ist. So, Server ist wieder on. Muss noch mal kurz hier viel Wasser trinken. Ich muss an meine 4 Liter am Tag kommen, Jungs. Deswegen muss ich auch so oft aufs Klo. Alamo Stream fertig, Bruder, mit Alamo wird's geil. Erzähl mal ein paar Schulstories. Bruder, das machen wir, wenn wir Just Chatting haben, ja. Aber heute habe ich leider nicht so viel Zeit, weil ich muss morgen früh raus. Deswegen will ich ins RP. Und ich muss ja in Bancoins investieren. Sein Main-Server werden.
immer vergessen, hier meine Tür zuzumachen. So, seid ihr gehypt, wie es weitergeht mit Bankcoins? Warum, hä? Was ist wieder los, Lan? Was ist jetzt los? Was ist jetzt wieder los? Mein Bruder. David, was geht ab, Bruder, jetzt? So. Bald haben wir inshallah auch mehr FPS, Alter. Wallah, diese FPS-Drops kotzen mich manchmal an, Alter. Mich wundert's, aber ich sag euch ehrlich, ne, mich wundert es, dass sich bis heute keiner über die FPS-Drops beschwert hat. Das ist etwas, was mich echt wundert. Weil andere Leute haben so 60 FPS, ich habe 30 FPS und bis heute hat sich so keiner beschwert und hat gesagt, Alter, was ist das ekelhaft, 30 FPS, oder so. Keiner hat sich beschwert. Aber ich habe dann mir trotzdem vorgenommen, hier mehr FPS zu bringen. Neuer PC und so. Kane Crank, dankeschön, Bruder, für dein Abo, für deinen ersten Monat. Ich küsse deine Augen, Bruder. 30 FPS. Ja, jetzt, Alter, was ist das, nur 30 FPS? Ja, okay, tamam, jetzt, ihr müsst jetzt nicht übertreiben, okay? Chillt mal euer Leben, Jungs. Komm mal kurz runter. Dein Stream ist auch in 0 FPS geil. Ich küsse dein Herz. So. So kopfig immer dieses links und rechts gedrückt halten, Digga. Das ist echt kopfig. Dankeschön, Lesko, für dein Vorausabo, Bruder. Dein Abo kommt dann, wenn es soweit ist. Ich küsse dein Herz. Ich küsse deine Augen, Bruder. Danke. Was ist das da? Tamamlan, übertreibt jetzt nicht mit euren FPS. Hört auf, meinen FPS zu haten. Stop! Breaking news! Ein Moment, Bruder, ein Moment. Ich küsse dein Herz. Ich bin gleich bei dir. Warte. Ganz kurz, bitte. Ganz kurz, ganz kurz. One minute. Okay. Was war nochmal? Warte. Da. Ah, so wird mich bestimmt nie jemand erkennen. Perfekt. Mighty, dankeschön für deine 100 Bits, Bruder. Ich küsse deine Augen. Ich küsse deine Augen, so. Du
Bist du schon im FW? Gerade so ein Frischer eigentlich. Moment, ich wechsle auch Auto. Oder scheiß drauf. Jetzt kann man mir vertrauen, ne? Das hat ein sehr Vertrauens... Super. Gehst du date? Nein, nein. Schlimmer. Ich verzock das Geld. Ah, das kommt doch eh aufs Gleiche an. Richtiger Nobelbanner. Mhm. Wirst du jetzt sehen, was ich vorhab. Hab noch vor Casino 1, 2 Investorkunden. Nee, nee. Ich mach das schon. Boah, Bruder, 30 FPS, Alter. Ih, was ist das, Mann? Tamam, mach ich. Cousin, ich hab ein Problem, ja. Cousin. Ja. Was ist los, Cousin? Ich bin gerade im Büro, ich muss gerade für Bandcoins investieren. Cousin, hör doch auf mit diesen Bandcoins und alles drum und dran. Sag mir doch die Wahrheit, Bruder. Damit ich auch für dich werbe und wir gehen dann gemeinsam und verzocken das Geld. Bruder, was für Zocken? Ich zock doch nicht mehr, Cousin, Mann. Die Zeiten sind vorbei, Bruder. Ich hab mich geändert. Also du bist jetzt noch größere Betrüger geworden, ne? Cousin. Abziehen. Nein, Cousin, ich würde niemals jemanden abziehen, Cousin. Ich bin im Büro. Ja, wo ist denn dein Büro? Bruder! Ich will dein Gesicht sehen, komm, mach mal FaceTime. Warte, Cousin, ich kann nicht, meine Kamera ist kaputt. Ah, okay. Ich muss neue Handy kaufen. Hör mal, Cousin, ganz wichtig, Bruder. Weißt du, du kannst vorbeikommen zu meinem Büro, Bruder. Ja, wo ist es denn? Beim Casino, das? Ja, das ist... Cousin! Cousin! Ja, Cousin! Schau mal, das ist da beim Büro, also du musst da... Wo bist du? Ah, du bist im Clubhaus, okay. Zeig mal. Bruder, meine Kamera ist kaputt, das ging nicht. Das hat irgend so einen Filter gemacht. Bruder, das war ein Filter, gesehen, der macht mir so Filter, dass ich Schnauzbart und so hab. Der ist komisch, Bruder. Ja, genau, diese Filter, genau. Pass mal auf, Cousin. Ja, zeig mal aber kurz. Highway. Ich will nochmal kurz sehen. Highway. Hallo? Hallo? Cousin. Ja, Cousin. Test. Wartet. Ich muss nochmal so hier, so, okay. Cousin. Warte. Hallo. Ja, so ist gut. Cousin, hier ist kein Empfang, Cousin, hörst du mich? Verdammte Scheiße, willst du mich verhalten? Hallo, Bruder, ich bin im Funkloch, ich höre dich nicht, Cousin! Okay, ruf mich an, wenn du wieder außerhalb von Cousin, Bruder, hör mal zu! System gedribbelt! System gedribbelt, so. Auf geht's, meine lieben Freunde. Wie viel Geld haben wir? Warte, Jesus-Scan. 17.822 Dollar haben wir. War doch dieser Bart, Morok.
meine lieben Freunde, was fehlt? Habe ich was verpasst, Bro? Oder wir haben neue Bandcoins Investigation oder wie das auch heißt. Und auf jeden Fall kann man hier jetzt gut Geld machen. Wir sind wieder zurück und diesmal werden wir gewinnen. Bruder, ich sag dir ehrlich, du hast letztens auch gut Geld gemacht und wirst auch jetzt wieder gut Geld machen, Farod. Vertrau mir, du musst nur ein bisschen Vertrauen haben in mich. Ja, ich hab dir auch letztens vertraut, Bruder, und haben wir alles verzockt, Bruder. Ich hab keinen Bock, jetzt hier wieder alles zu verzocken. Pass auf, Bruder, 17.500 und dann war's das letzte Mal. Nie wieder will ich hier meine Freunde abziehen, Bruder. Ich hab meine Freunde abgezogen. Bruder, was ist nun los mit mir? Bruder, dieses Casino hat mich gefickt, Bruder. Schau mal, die Leute, die drehen durch. Der eine schlägt eine Frau. Der hier hat... Oh mein Gott, was ist das für eine Frisur, Alter? Sieht ja aus wie eine Zwiebel. Oh, scheiße. Scheiße, da ist Big Mama. Scheiße, da ist Big Mama. Aber, ich hab doch Schnurrbart. Alles gut. Ey, scheiße, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich bin gefickt. Alles gut, Farod, alles gut. Du hast ein Schnauzbart. Die wird dich gar nicht erkennen. Die wird dich gar nicht erkennen. Holla, mega. Guten Tag. Nö, ich bin nur der Mechaniker hier. Ich mache die Mechanik für das Casino. Wie kann ich Ihnen helfen, junge Dame? Ich würde gerne ein bisschen zocken. Das ist vielleicht ein Tipp für mich, ob ich auf schwarz oder auf rot setzen soll. Also ich garantiere dir auf jeden Fall nicht zu zocken, das ist nicht gut und geh am besten raus. Casino ist nicht gut. Verlass diesen Ort, Mädchen. Vertrau mir. Geh lieber hier raus. Nee, weißt du, ich habe so eine kleine Sucht und zwar, ich kenne so einen Farod, der hat mich so ein bisschen da ein bisschen reingezogen. Der hat mich auch ein bisschen süchtig gemacht, deswegen bin ich auch hier. Also ich dachte ja, ich finde ihn hier. Ah, ich kenne ihn, aber ich habe ihn hier nicht gesehen.
Der ist nicht hier. Also hätte ich ihn gesehen, ja, dann hätte ich ein Bild gemacht. Das ist ein... Ich bin ganz sicher, Amigo, dass wir ihn nicht gesehen haben. 100%. Also das kann auf jeden Fall nicht sein, dass er hier war. Sonst hätte ich ein Bild mit ihm gemacht. Also, wenn ich gerade so genauer hinschaue, diese Nase, kommt mir bekannt vor. Sehr bekannt. Ja, ich bin auch Marokkaner. Ah, okay. Darf ich mal ein bisschen genauer schauen? Würden Sie vielleicht die Brille mal einmal für mich abnehmen, dass ich Ihre schönen Augen sehen kann? Moment, mein Handy klingelt. Oh. Also, ich muss weitermachen. Mein Chef hat angerufen. Ich muss weitermachen. Bitte lassen Sie mich in Ruhe arbeiten. Das war knapp, aber Farhut, du hast gedribbelt, Bruder. Du hast gedribbelt, siehst du? Bruder, ich sag dir, das war richtig knapp, Alter. Was hätte mich Big Mama erwischt? Boah, scheiße, Alter, was soll ich machen? Farhut, geh am besten raus, gib deinen Freunden wieder das Geld. Und alles ist nicht passiert, Bruder. Es ist noch nicht zu spät. Noch hast du das Geld in der Tasche, Bruder. Also, meiner Meinung nach... Der Herr... Oh, jetzt bist du gefickt. Ich bin weg. Oh, Big Mama, was geht? Ashraf, bist du das? Ja, ja. Ah, du bist das. Seit wann bist du denn hier im Casino? Ja, ich wir sind da jeden Tag. Aha, okay, okay. Ashraf, was macht der Herr da? Ja, komm her, lass mal weiter zurück. Ashraf, ich weiß nicht, Leute, ich belästig den Herrn doch nicht bei seiner Arbeit. Er raubt, glaube ich, den Automaten aus. Nee, nee, das ach, Bruder, ist scheiß drauf, komm mal jetzt her, lass. Das ist der Mechaniker hier vom Casino. Hey, Ashraf, gib mal Geld. Ich fick die Automaten hier. Hey, wisst ihr, Amigos, habt ihr zufällig den Farhut hier gesehen? Nein, der ist doch immer hier. Der Farhut ist gerade im Büro, soweit ich weiß. Moment, ich ruf den mal an. Klein mal Patte, Ashraf. Ich hab kein Geld, Bruder. Du hast doch Geld, Bruder. Ich hab kein Geld. Ich hab Hunger, Bruder. Ich hab nicht mal Geld für Essen, Bruder. Erklär doch mal 2K. Erklär doch mal was, du? Ich meine das ernst jetzt. Ich kann jetzt nicht Handy rausholen. Das wird zu auffällig. Dieser Pendejo geht nie ran. Ey, Amigo, ich wollte mich nur bedanken, dass sie mich gerade vom Zocken abgebracht haben. Sonst hätte ich mein ganzes Geld verzockt. Ich gehe jetzt lieber. Ja, das ist besser. Gehen Sie. Alten, gehen Sie weg von hier. Boah, das war knapp, Alter. Jetzt kann ich endlich zocken. Endlich, die muss weg, Alter. Das darf nicht rauskommen, Alter. Der Jürgen, dieser Kelp ruft auch schon an. Was soll ich jetzt Jürgen sagen? Der Jürgen ruft an, die wollen alle ihr Geld. Deswegen, Farhut. Nimm das Geld und geh wieder. Vertrau mir, geh. Vertrau mir. Ich glaube, ich gehe auch, Alter. Doch, es ist nicht zu spät. Ich kann das Geld noch zurückgeben. Noch habe ich das Geld. Wenn ich es jetzt zocke, dann habe ich kein Geld. Ja, ich gebe es zurück, Mann. Das ist keine gute Idee. Ich gebe es zurück. Scheiß drauf, wir brechen ab. Abbruch, Abbruch! Farhut, stell dir doch mal vor, du verdoppelst. Dann hast du Profit gemacht und hast noch Geld dazu. Hast recht, Bruder. Auf dich höre ich. Ganz ehrlich, Bruder, wenn ich dir vertraue, dann kann eigentlich alles nur glatt laufen, wie Eislaufbahn. Schau dir mal diesen Kelp an, was das für eine Frisur hat. Am liebsten würde ich ihn abstechen, wenn ihr leider keine Kameras. So, jetzt bin ich gespannt. An welchen Tisch gehe ich? Schwarz, Junge, eine Runde Blackjack direkt. Da kommt mir plötzlich so ein Lied im Kopf.
gemacht, Bruder. Ich gehe raus, Bruder. Scheiß drauf. Wir haben gut Geld gemacht. Wir haben Geld gemacht, Moruk. Ich gebe jeden einfach 2000 Dollar drauf und dann habe ich trotzdem... Habe ich dann Gewinn gemacht? Kann man kurz eine rechnen. Wie läuft das ab? Jetzt pass auf. Ich habe 17.000 Dollar gehabt. Jetzt habe ich 35.000. Das heißt, ich habe nicht verdoppelt. Ich muss nochmal verdoppeln, Jungs. Du hast dein Geld verdoppelt. Das heißt, ja, dann mache ich trotzdem Gewinn, ne? Gib jedem die Hälfte, fertig. Doch, ich habe Gewinn. Okay, warte. Okay, ich habe Gewinn. Jürgen, Jürgen, Bruder, was geht ab, Bruder? Was geht, und wie sind die Aktien? Bruder, habe ich dir nicht gesagt, dass du auf mich vertrauen sollst, Bruder? Du hast 1000 Dollar Gewinn gemacht, Bro. Du hast jetzt nicht 5000, du hast 6000, Bruder. 1000 Dollar hast du frisch bekommen, Bruder. Stark. Kann man die noch drinnen lassen? Vielleicht willst du ja noch mehr. Oder muss ich direkt Auszahlung machen? Nee, du könntest quasi schon drin lassen und dann könnte man das vermehren. Theoretisch. Ja, lass drinne. Ja, lass drinne. Bis morgen 12 Uhr wieder, ne? Okay, ja, können wir machen. Können wir machen. Ja, perfekt. Wo bist du denn gerade? Ich bin gerade im Paleto, Bruder, ganz oben. Da ist ein Büro. Mein altes Büro ist kaputt, weißt du, das ist abgebrannt worden. Und jetzt bin ich im Paleto ganz oben, Bruder. Bestimmt. Mhm. Mhm. Pass auf dich auf, Bruder. Du auch auf dich. Mach's gut. Ciao, ciao. Jetzt könntest du nochmal verdoppeln. Nee. Da sagst sogar ich nein. Warte bis morgen. So. Wen hatten wir noch? Wen hatten wir noch? Wir hatten noch. Von wem hatten wir noch Geld? Von DiCapri. Seine Nummer habe ich nicht. Juni, seine Nummer habe ich auch nicht. Wer hat noch Geld investiert? Das war's. Sonst hat keiner mehr. Ja, 35.000. Also ich sag euch ehrlich, ne? Wenn wir jetzt nochmal raushauen, dann haben wir 45.000, Digga. Big Mama hat... Ne, Big Mama hat nicht. Sollen wir nochmal... Farod, Bruder, du bist kein Mensch, der halbe Sachen macht, Bro. Was für halbe Sachen, Bruder? Vertrau mir. Hör mal, Bruder, genau hin. Genau, was in deinem Kopf gerade vorgeht. Hör mal ganz genau hin, Bruder. Hör dir ganz genau hin. Ja, nice. Jo, Bruder, was geht ab? Ey, Faro, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut, Bruder, wie geht's dir? Au, Alter, ja, da
Polizei, meinte, du wirst von zwei Leuten hops genommen. Nee, nee, Bruder, mir geht's gut. Ich bin gerade im Büro, ich mach gerade Geschäfte, ich muss gerade Geld machen, beziehungsweise Bankcoins-Sache, Bruder. Ja, Dingens, pass auf zwei Leute mit roten Masken auf. Wenn was ist, kommen Funk 881, Funk direkt durch. Wer sind denn die Leute? Wer sind denn die Leute? Ich hab vorhin, glaube ich, welche gesehen. Mit rote Maske, ne? Komplett rot-rote Maske. Komplett rot-rote Maske, genau. Ja, hab ich gesehen. Ich fick die, Bruder, wer sind die? Die sollen kommen, ich stech die alle ab. Sag denen, die sollen Paletto kommen, ich warte dort auf die. Hier, Selim, ich geh in Funk 881, ne? Ja, ja, sag die Heide. Okay, alles klar, hau rein. Ich weiß, die waren da, ich hab die auch gesehen. Aber die können mich nicht erkennen, Bruder, weil es ist nicht Farut Ben, sondern Barut. Was passiert? Scheiße, Alter. Hätte ich doch bloß auf Schwarz gehört, Lan. Was habt ihr gemacht, Lan? Jetzt mein Gewinn weg. Du Bastard, du hast mich gefickt, Alter. Ich hatte 35.000 Dollar, jetzt alles weg. Ich geh zu dem, der ist cooler. Farut, nein, spiel nicht, hör auf! Bruder, spiel, schnell. Du hast jetzt eh nichts mehr zu verlieren, Bruder. Denn schon, Bruder. Wir machen keine halben Sachen. Chalas, rein in die Menge. Ohne Wenn und Aber. Alles auf Rot, Bruder. Alles auf Rot. Entweder du gewinnst oder du verlierst. Was hast du schon zu verlieren, Bruder? Khalas hier Salami. Guten Abend, die Herren. Der Herr gibt dieser Bastard hier, ne? Hallo. Ja, hallo? Gibt dieser Typ hier gut oder soll ich lieber zu einem anderen da hinten? Ja, der scheint mir ziemlich gut zu geben, also der ist auf jeden Fall gut. Bruder, bitte schein ich, yo. Wallah, man hört dich bis da Ende. Lan, mach Abgang, Lan. Was ist das? Er will, dass du einen Abgang machen sollst. Ach, schei bitte nicht. Warte, ehrlich, komm. Schämen Sie sich. Sehr freundlich, wie Sie da mit dem Herrn umgegangen sind. Wie ist denn Ihr Name? Mein Name ist Zimbabwe Bambete. I'm from Congo, man. Ein sehr schönes Land. Ich bin Barut. Sie sind Barut? Richtig. Sie sind meine... Hat deiner von euch Essen? Komm wieder mit einem Einsatz. Essen? Nein, Bruder. Was für Essen? Was für Essen? Sehen wir hier aus wie ein Restaurant? Sehe ich hier aus wie ein McDonalds-Restaurant? Nee, ich habe nichts zu essen, Jutta Herr. Verdammte Scheiße, Mann. Du redest 1:1 wie mein hässlicher Cousin. Nee, hab ich noch nie gesehen. Entschuldigen Sie, die Herren, ich würde gerne weiterzocken. Bitte könnten Sie mich in Ruhe lassen. Also, Bauer, guck dir mal seine Nase an. Alter. Der ist auch drei Beine, Mann. Einfach eine Bergspitze. Jungs, ich weiß nicht. Wallah, ich weiß nicht. Schwarz. Nein, Bruder, wir setzen nur auf Rot. Ich weiß nicht, Modok. Ade, komm, Khalas, Bruder, wir machen einfach, ja?
Sieg dir das. Chalas, rein. Heidelan, Heidelan, Heideverlan. Komm schon. Komm schon. Nein, Bruder, ich fick doch mein Leben, Lan. Ich wollte grün. Nein. Fuck. Ich wollte, Moruk. Ich hab echt überlegt. Ich schwöre, ich habe überlegt, kurz im Moment, was ist, wenn grün kommt? Ich glaube, ich habe nichts dabei. Skerm, Lan. Gib's den Lampara. Nein. Juckt mich nicht, Lan. Gib oder gib nicht. Wallah, juckt mich nicht. Gib oder gib nicht. Gib oder gib nicht. Ich stebu, Morok. Ich stebu. Hey, hört mal auf zu schreien, Jo, das ist ein Casino hier, man will nur zocken. Ich finde meine Brieftasche nicht. Und jetzt, mein Freund, machen wir es ganz anders. Yalla, wieder all in. In Rot oder Schwarz? Mach mal Mod, Bruder, mach mal eine Abstimmung. Jetzt, letzte Runde. Letzte Runde. Rot oder Schwarz? Entscheidet ihr, hör auf mich, mach ihr Abstimmung, Bruder, ich vertraue auf euch, ich vertraue auf euch, ich vertraue mir nicht mehr, ich vertraue diesen Kelp hier nicht mehr. Stimmt ab, yalla. Ich vertraue auf euch. Okay, sehr viele sagen schwarz. Sehr viele sagen schwarz. Alles, Bruder, wir setzen auf Schwarz. Wir setzen auf Schwarz. Schwarz hat, glaube ich, gewonnen. Schwarz hat gewonnen. Okay, wir setzen zum ersten Mal auf Schwarz. Da müssen wir ein anderes Lied hören. Was haben wir hier mit Schwarz? Wir haben Schwarzfahren von Olex. Das ist ja eh fast dasselbe. Das passt schon. Ob wir alles auf Schwarz setzen oder Schwarzfahren, das kommt fast aufs selbe. Schwarzfahren von Olex, komm. Ich vertraue auf euch. Geh raus. Ich mach Morok. Morok. Ich küsse doch eure Herzen, Lan. Ich küsse doch eure Herzen, Lan. Ich küsse doch eure Herzen, Lan. Lass nur noch schwarz fahren. Sollen wir nochmal oder reicht jetzt? Oh, der Herr, haben Sie gewonnen? Selbstverständlich, der Herr. Wie Sie sehen, habe ich hier gut Geld gemacht. Cedric, Mann, ich habe verzockt, verdammte Scheiße. Der war sicher teuer. Jetzt nicht alle. Reicht, Bruder, reicht, Bruder. Wir haben einmal verzockt, einmal hoch, aber jetzt reicht, Bruder. Jetzt holen wir raus. Jetzt haben die Jungs ihre Ben-Coins. Scheiße, passt. Chalas, Melis, danke für deine 510 Bits, ich küsse deine Augen. Vielen, vielen lieben Dank, Habibi. Jetzt haben wir es geschafft, Bruder, reicht. Wir haben es geschafft, Bruder. Wir haben ein System, wir haben Bankcoins durchgespielt, Lan. Scheiße, Moruk, mein Handy, ja. Hey, wieso haben wir nur 35.000? Wir hätten noch 40.000 oder... Ah, 45.000, ich wollte schon gerade sagen, Alter. 45.000, aber mein... Was soll ich jetzt machen, Bruder? F8.
Bruder, ich hab keinen Bock schlafen zu gehen, ja? Da muss doch bestimmt eine andere Lösung geben, Mann. Warte, was ist, wenn ich Waffe raushol? Ne, auch nicht. X habe ich auch, geht nicht. Funk, Bruder, warte mal, wie soll ich im Funk reingehen, wenn mein Handy nicht funktioniert, Bruder? Geht ja nicht. Bruder, dieser Anzug. Guten Tag, der Herr. Ein wunderschön. Haben Sie auch gut Geld rausgeholt? Nee, leider nicht. Sie sind auch ein Anfänger, Sie Amateur. Wie spielen Sie denn? Halt deine Schnauze, quatsch mich nicht an, du Bastard. Hey. Oder dieser Typ da, ja. Hey. Und, ich hab kein Geld. Hier, der. Ich brauche Geld. Ich muss kurz reloggen, der höfliche Boss. Scheiße, warte, ich muss kurz Restart machen. Ich zahl direkt ein. 11.000 die Capri, 3.000 die anderen, 6.000 Jürgen, 25.000 für mich. Okay, wir haben gut Geld gemacht. Wir haben echt gut Geld gemacht. Oder wir geben denen einfach gar nichts und sind wahrscheinlich ab, weg. Wir sind verloren. Oder wir haben das, oder die haben das Geld verloren und ich habe 45.000 plus gemacht, Bruder. Was meint ihr? Was sollen wir machen? Sollen wir unsere Freunde abziehen? Zu höflich, dreckig. Sollen wir unsere Freunde abziehen? Haram. Was ist das? Wieso komme ich nicht auf Server? Nein, sollen wir nicht abziehen. Okay, ich muss mal gucken. Ich glaube, ich ziehe meine Freunde nicht ab, Bruder. Dann wären wir echt extrem spielsüchtig, Bruder. Dann hätten wir echt ein Problem. Dann hätten wir so ein OOC-Problem. Wir müssen mal kurz gucken. Warum geht das nicht? Hallo, Edis der Breite. Deine Discord-ID wird mit unserer Allow-List überprüft. Müssen wir da warten? Was muss ich da machen? Ayib. Okay, machen wir nicht. Warten. Achso, ich muss warten. Ah, Tamam. Nein, Bro, sei Ehrenmann. Tamam, okay. Wir geben das den Freunden. Genau wie der Bruder Samet sagt. Wir müssen Vertrauen aufbauen. Richtig, Bruder. Deswegen mag ich dich. Du hast recht. Pack der untere, der Rast. Oh, wer kommt hier, Alter, zum Chirurgen? Muss ich jetzt meinen Typen nochmal neu erstellen? Digga, hey, warum sind die anders aus als wir? Mal neu machen oder wie? Ich hab gar keinen Bock, Alter. Junge, wer schlägt mich ganz? Haben wir noch Ruhe im Land? Ein Bruder liegt. Aus Versehen. Ein Bruder liegt. Abdulhadi, bist du hier? Na, was geht, Bruder? Oh ne, nicht schon wieder hier. Egal, halt's Maul. Wir sind Herrscher von dem. Miguel, halt's Maul, Alter. Ey, warum schlägt. Och nein, Modok, nicht schon wieder reiner Stoff, Modok. Sieg. Ey, verdammte Scheiße, ich leg mich aber nach. Oh. Ey, ich such seit gestern schon diesen Typ mit rot-schwarz gestreifte T-Shirt, ja. Happiness. Ey, warum hat der eine
Kann einer was abgeht? Happiness in Amanaka eben. Alter, was ist das für eine Stimme, Alter? Oh, ey. Nee, wenn die Waffe da war, Kollege, was ist das für eine Stimme? Oh ja, Mann, oh, oh. Hallo. Savix! Ich küsse deine Augen, Savix! Danke für deine 1000 Bits. Ich küsse dein Herz. Danke für dein Bodrum-Vibe. Ich küsse deine Augen. Samix hier mit Bodrum-Feeling. Habibi, vielen, vielen lieben Dank. Bruder, gönn denen ein bisschen, die werden dann dir mehr gönnen. Einen Fenerbahce. So mache ich das auch, Bruder. Ich werde jetzt deren Vertrauen aufbauen. Ich werde jetzt deren Vertrauen aufbauen und danach schauen wir. Wann gehst du Bodrum? Nächste Monat, inshallah. Muss ich wieder schlafen gehen, Bruder. Schade. Es ist gerade irgendwie... Jeden 2000. Warte, wir rechnen mal kurz aus. Wenn ich jetzt jedem 2000 gebe, habe ich wie viel Gewinn gemacht? Wie viel? Ich habe 45.000. Ja, okay, ich habe genug Gewinn gemacht. Das brauchen wir gar nicht auszurechnen. Das passt schon. Einmal Geld geben und zweimal zurück. Warum nicht Side? Weil Bodrum einfach Heimat ist. Die arme Big Mama wartet auf dich. Ja, die soll warten. Ich bin gleich da, aber ich muss halt... Bruder, ich komme gerade nicht auf dem Server gescheit, weißt du? Die haben ein paar kleine Probleme, die Jungs. La Casino hat dich verändert. Seid mal ehrlich. Würdet ihr mich jetzt als spielsüchtig einschätzen? Also würdet ihr Farod als spielsüchtig einschätzen? Ja oder nein? Oder ist das gerade noch im Rahmen? Was würdet ihr jetzt sagen? So? Ja oder... Ja... Sind wir schon spielsüchtig, ne? Also beziehungsweise Farod. Safe-Sucht. Bruder, aber das ist ja nicht meine Schuld. Im Rahmen. Okay, danke, Bruder. Du bist mir auf jeden Fall gleich sympathisch jetzt. Du bist im Rahmen, das hört sich besser an. Du bist mies-süchtig. Ja, ja, okay, ich sehe nur ja. Nein, ist im Rahmen. Emrecan, ich küsse dein Herz. Mehl ist 1000%. Ah, scheiße, Moruk, ja. Napi, Moruk. Wie geht's dich? Ey, Jungs, was ist mit meiner Stimme los, ja? Dick. Scheiße, ja. Was kann ich machen, Bruder? Kein Süchtiger würde bei 45k gehen, ne? Siehst du, 8-Ball? Was soll ich jetzt machen, Bruder? Yo. Yo. Yo, Holmes. Holmes, komm her. Komm hier. Komm hier, Mo. Okay, in 4 Minuten. In 4 Minuten ist Server neu gestartet. Hallo, Mann. In 4 Minuten ist Server restart. Du könntest das spenden an RP, in RP Tierheim zum Beispiel. Nee, Bruder, hör mir auf, Alter. Da verzocke ich lieber, setze ich wieder alles auf Rot. Schau mal, dieser Ibasu, der schreibt, du holst mehr raus. Der will mich schon hier verlocken. Hör auf hier, den einen zu spielen. Bruder, wer ist das, Mann? Du holst safe mehr raus. Okay, schau mal, hier nur Fitner, Bruder. Nur Fitner. Hier Termit spielen. Ah, White Fangs hier, der ein erste, wo hier, weißt du, wo Stopp ist. Du holst locker noch 10k raus. Schau mal, sogar Farod Zen. Alles auf grün. Stell dir mal vor, wir setzen echt 10.000 auf grün und holen raus, Lamm. Was würdest du machen? Du hast selber 27k gemacht. Passt doch. Gib Kapi 13, Jürgen 8 und Juni 4. Gewinn für dich 20k. Perfekt. Machen wir. Richie redet schlecht über Server. Ist nicht mein Problem, Bruder. Es gibt 1000 Server. Viel Spaß.
Das wären einfach 140.000. Bro, lieber behalten. Reicht doch. Hast genug Gewinn. Ja, normal, Bruder. Normal, normal. Haben wir auch. Warten wir kurz, bis Server restart ist und dann gucken wir. Safe, du verdoppelst. Oh, hör auf, Milano. Ja, Wallah, hör auf, Bruder, mit diesem Fitner, Bruder. Wallah, ich bin leicht reizbar bei sowas, Bruder. Ich bin so ein Mensch, du musst nur ein bisschen sagen, komm, Bruder, du holst, ich mach das, Bruder. Hör auf, bitte. Mach das nicht, Bruder. Sag lieber, es reicht. Es reicht. Einen, wie Whitefangs. Yalla, Yeter. Einen, Yeter, Bruder, hör auf. Hört auf mit dem Scheiß, Bruder. Mach keinen Fitner, Bruder, bitte. Hast du Streit mit Richie? Nein, als ob. Was ist los? 5k auf Green. Nee. Wir machen keinen. Ja, auch mit der Scheiße, Mann. Geh, wenn es nicht klappt. Artur Gieter, einen. Du verdoppelst locker noch, komm schon. Oder ihr seid ja schlimmer wie... Wie der hier. Server wird re... Ah, endlich. Jetzt geht's wieder normal weiter. 5k auf Rot, dann hast du 50k. Sollen wir 1000? Sollen wir 1000... 1000 mal 1000 auf grün setzen. Sollen wir 1000 auf grün? Sind ja nur 1000. Ich meine, wenn wir 1000 machen, dann haben wir. Meine Lieben, eine kurze Durchsage, ja. Wir haben gerade Performance-Probleme. Wir müssen aufgrund dessen den Server neu starten. Wir sitzen schon dran und die Devs sind fleißig am Arbeiten. Tut uns leid. Bis später. Kurz vor Neustart. Das war wie Ding Pilotendurchsage, Bruder. Wallah, da. Wir haben kurz Server Restart. Wir werden deshalb hier noch kurz. Server Restart machen und dann gucken, wie es weitergeht. Und jetzt 2 Minuten. Entschuldigung, die Damen und Herren. Herzlich willkommen hier, Pentagon Team. Jo, was? Ah, Scheiße, hab ich nicht. Egal. Sehr professionell. Samo, Bruder, ich küsse dein Herz. Das war Samo. Kurzer Neustart. Schauen wir mal. 5k auf Rot, dann hast du 50k. Chalas. Also einmal 5k auf Grün, sagst du noch, oder? 10k auf Rot, vertrau mir. 2k auf Grün. 2k auf Grün hört sich noch ein bisschen so... Also ich glaube, 1000 auf Grün mache ich, Alter. 5k auf Grün, 70k. Chat-Abstimmung. Mach mal eine Abstimmung, Bruder. Mach mal, sollen wir 1000 fünfmal auf grün setzen? Also 5 Versuche. Warte, ja. 1000 5 Versuche auf grün. 1000 5 Versuche auf grün, ja oder nein? Also 1000, 5mal, bis grün kommt. 5mal 1000 auf grün, ja oder nein? Stimmt ab. Alles. Ihr stimmt jetzt ab. Nein, ihr Salami. Schauen wir mal, was Abstimmung sagt, Bruder. Abstimmung hat recht. Was sagt die Abstimmung? Ja. Bruder, ihr seid spielsüchtig, Lan. Nicht ich. Ihr seid spielsüchtig, Moruch. Schau mal, alle gleich. Ja. Ihr seid spielsüchtig, Moruch. Nicht ich. Bro, du hattest nur 17k, reicht, du hast dein Geld. Stopp, Mann! Stopp! Breaking News! Vertrau mir, Bruder, leg das Geld zur Seite. Wenn Vertrauen da ist, dann kannst du die ganz am Ende abziehen, Fuchs. Du weißt Bescheid, Bruder, so habe ich das auch eigentlich geplant. Aber wenn ich 5000... Ich meine, 5000 tut keinem weh. Ich habe ja 20k plus, dann habe ich halt 15k plus, Bruder. Immerhin. Lakjuni bekommt keinen Cent mehr. Doch, Bruder, du hast Geld. Alles gut. Dein Geld ist auch noch da. Alles easy, Bro. Alles easy. Wir haben alles hier easy. Das Leben ist zu kurz. Hör nicht auf andere, du machst safe plus. Okay. Ich vertraue euch jetzt einfach mal. Da.
Ah, Bruder, meine 10.000 Chips sind weg, ja. Ich glaube, die kriege ich ja von Support erstattet, ne? Meine 10.000 Chips sind weg. Was soll ich jetzt machen? Geh Support.
Heute ein Casino-Stream, Lan. Recht. Ja? Farod? Ja? Kennst du die Wand des Lockers? Nee, was mit den Kelps? Kennst du die oder kennst du nicht? Nee, Bruder, kenn ich nicht. Lass die ficken, Bruder. Wer sind die? Warum kommen die mir hier so dumm? Ich mag die jetzt schon nicht. Alter. Was für dumm, Moro? Chill mal. Achso, sind das Freunde? Ich brauch nur eine Rufnummer von denen. Achso, nee. Ich hasse den Leg auf Land. Hau rein. Verpiss dich, ruf mich nicht nochmal an, du Sippi. Nee, Sowjetunion. 40.000 ist gut. 40.000 ist sehr gut. Sehr gutes Geld. So, wir zahlen ein. 39.000. Ein sehr schönes Sweatshirt haben sie da. Die Dame. Ah, danke, danke. Da. Hey, komm mal kurz. Vasili, gehst du da? Ich glaube, wir sollten der Dame... Wir sollten der Dame helfen. Hey, Kollegin. Beko. Nee, ich hab den nicht gesehen, den Farod. Wieso? Wird der gesucht oder was? Interessant. Sehr interessant. Digga, woher bekommt man hier Geld, Mann? Entschuldigen Sie die Herren. Ah. Ich hab gehört, Sie suchen einen gewissen Farod. Genau, wer sind Sie denn? Ich bin Barut, ich bin Geschäftsmann. Ich könnte Sie vielleicht zu ihm bringen. Haben Sie denn den Urus gesehen von diesem Investment Manager? Haben Sie den gesehen? Ja, habe ich. Wo ist der her? Das mache ich allerdings nur für eine gewisse Bezahlung. Natürlich. Und die wäre? $10.000. Geht auch ein leckeres Butterbrot? Mit leckerer Butter kannst das du dich... Das ist der Bruder von dem hier. Sehr unhöflich, der Herr. Für ich mach mich dann wieder ab. Macht's gut, ihr kleinen Bastarde. Was? Warum bist du so frech? Du ekliger Herr? Wo ist denn... Das ist eine Unhöflichkeit, die sie hier bringen. Ich möchte nicht mit ihnen quatschen. Junge, du siehst aus wie Kanake von Ergo Versicherung, Junge. Was für Unhöflichkeit, Mann. Hör mal zu, mein Lieber, wo ist denn der gute Farod? Das kann ich Ihnen sagen, wenn Sie mich zu der Garage fahren, die Herren. Ja, kommen Sie mit, wir haben genug Platz in unserem Volvo. Komm. Super. Mein Auto ist nicht mehr da. Mein Auto ist doch nach Server Restart weg. Hallo, Vasili. Wir haben irgendeinen Dolbajob aufgegabelt, der weiß, wo dieser Farod ist. Ah, da wohl. Komm mit. Nikita, как тебе моя новая тачка? Geile Auftrag, Alter. Was war die Garage? Warte, ich habe perfekte Musik für unsere. Für diese hier. Warte, fahren Sie mich dahin. Natürlich. Da fahren Sie mich. Mach rein, ich hab Стреляй, папа, убей. Смотришь мне в глаза. Fuck you, man! Блять, ein Kuschmetzer, блять. Genau, Alter, Motherfucker. Motherfucker. Ich hab gekauft eine coole Magnetophon. Natürlich. Kaffee Magnetophon. Ich hab auch gehört, wie die Video sein. Kassette und Bluetooth. Bluetooth? Ja, da. Oh, klass. Super Sony Entertainment. Na, Super Sony Entertainment, genau du sagst es, mein Lieber. Und ich glaube, wir wurden übers Ohr gehauen, denn dieser Farod, der gute alte Herr. Kommen Sie, die Herren. Hat uns sein Schlägertrupp. Nein, der Herr, kommen Sie mit. Bruder, was geht? Jetzt gerade schlecht. Ich hol mir mein Geld ab.
Was schuldet denn der Herr Ben Ihnen? Eine große Summe, Junge. Das ist kein Problem. Sein Urus ist hier um die Ecke. Moment. Nein! Komm du mit. Dem anderen traue ich nicht. Der sieht mir komisch aus. Junge. Ja, mein Bruder ist aus dem Knast raus. Wirklich? Das erfreut mich. Natürlich. Aus Happes. Der Herr. Okay, was ist los jetzt? Er ist um die Ecke. Ich würde sie niemals verarschen. Ja, ich würde sie niemals verarschen. Wo ist denn der Urus, meine Lieber? Wo ist denn der gute Faust? Scheiße, es geht nicht. Hm? Normalerweise wäre er hier, die Herren. Ja, was macht er denn hier? Der ist doch Investmentbanker oder so. In Mülltonne drin oder was? Weil danach kamen Leute zu uns und die wollten uns abknallen mit Maschinenpistolen. Vasili, komm her, Junge, was suchst du in Mülltonne da vielleicht? Schon wieder. Ich glaube, der ist auf der Suche nach dem Mock. Den hat er schon gefunden. Na gut, Herr, die Herren, dann ist er doch nicht hier. Tut mir leid. Ja, mit Waffe, habe ich voll vergessen. Scheiße, ich dachte, das geht ohne Waffe, dass er zieht. Ist alles gut. Kennen Sie diese Roten? Nein. Okay, ich bin nur gekommen, ich wollte die ficken, aber hat sich alles erledigt. Okay. Hey, kannst du mir $10 geben? Ja, ich habe kein Geld für Essen. Selbstverständlich. Bitte schön, der Herr, und Sie haben mich nicht mit einer Waffe hier reinlaufen sehen. Danke dir, hab ich nicht. Was für eine Waffe?
Okay, jetzt reicht's. Jürgen und so bin ich auch los. Tamam, passt. Wer ist das, Morok? Der ist mir sehr unsympathisch. Boah, gut, dass ich nicht meinen Urus rausgeholt habe. So, lass jetzt rein und ab dir eine Geld geben. Er tat mir leid. Wer tat dir leid? Sieh den Geld. Ja, ja, jetzt bin ich wieder Fahrrad. Jetzt bin ich gleich wieder Fahrrad. Ich habe jetzt mein Geld gemacht. Reicht, Bruder, reicht. Wir haben 15.000 trotzdem plus, Bruder. Das passt schon. Mit 15.000 Dollar kommt man schon auch klar. Die 5.000 auf grün müssten echt nicht sein, aber ihr Spielsucht ist, ihr habt ihr gesagt, zock, zock, zock. Alles ist er, Morok. Paragitte, Lan. Also auf euch werde ich nicht nochmal hören, das sage ich euch ehrlich. Ich mache jetzt immer das Gegenteil. Du hast nicht ETH gemacht. Doch, habe ich ja beides versucht. Gehen Sie mir aus dem Weg, ihr Kelps. Alhamdulillah, wieder der Fahrrad, Alter. Du hättest Plus gemacht, hättest du nur weitergespielt. Nein, Bruder, hör auf, Morok. Wallah, fang mir nicht so an, Bruder. Hör auf mit dieser Scheiße. Komm mir gar nicht so, Bruder. Nee, 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 nee. Ist gut, ich bin raus. Die haben das Geld. Ich hab gut Gewinn gemacht. Alles easy. Komm mir jetzt nicht mit hier, du hättest noch... Bruder, nein. Ich hör auf euch nicht mehr. Ich hab jetzt mein Geld gemacht. Gut ist, Bruder. Feierabend. Kein Geld, kein nix, gar nix. Stimmen rufen, Farod. Nee, ich scheiß auf die Stimmen, Bruder. Gar nix ruft. Feierabend. Ich hab mein Geld, easy. So, jetzt rufe ich die Leute an. Holst noch easy mehr, Bruder, irgendwie auf, Lan. Bald musst du Entzugsklinik. Wallah, Bruder, ich bin süchtig. Hola. Yo, Big Mama, ich bin wieder in der Stadt. Jetzt habe ich auch besseren Empfang. Ah, du bist wieder da? Mhm. Okay. Und soll ich dir was sagen? Die Jungs haben alle gut investiert. Die haben alle Geld gemacht. Alle haben rausgeholt. Ja? Ja, alle haben Geld gemacht. Jetzt bereust du es, dass du nicht investiert hast, ne? Ich habe doch noch Zeit, aber du... Mhm. Ich habe da jemanden vom Casino kennengelernt, der meinte, wir laufen die Geschäfte. Ich habe gesagt, gut, ich habe gesagt, dass ich da bist du doch. Was geht ab? Wie geht's dir, Mann? Big Mama, hey. Alter, wie geht's dir? Sorry. Das ist schon ein zweiter Post gegenüber mir. Beim nächsten Mal stech ich ab. Sorry, amigo. Ey, Farud, ich habe vom Casino jemand kennengelernt, der hat mich gefragt, wieso meine Geschäfte laufen. Da habe ich gesagt, ich habe in Bencoin investiert. Mhm. Und der hat gesagt, er möchte eine große Summe investieren. Komm, mhm. Und, Salam alaikum, Farud. Ja, alaikum also, salam, Bruder, wie geht's dir? Ja. Ich weiß leider nicht mehr seinen Namen, aber er hatte einen Sportanzug an, hat lange Haare im Nacken zugebunden. Aber der kennt mich, also der würde mich erkennen. Also ich habe da einen Großkunden für dich. Meinst du, da kann auch was für mich rausspringen, wenn ich dir den Kunden bringe? Ja, normal. Du kriegst da auch ein bisschen Provision, Big Mama. Das ist doch gar kein Problem. Okay. Vielleicht steige ich ja ein in dein Geschäft. Wer weiß. Mach das. Vertrau mir. Also schau mal. Die haben alle rausgeholt. Alle. Jeder hat Geld. Jeder ist jetzt bald reich. Und du stehst da immer noch hier mit einem Aldi, mit einer Aldi-Hose und einem Sweater. Keine Ahnung, den trägt man vielleicht, wenn man im Garten sitzt und von der Mutter da noch was zum Anziehen hat, wenn es ein bisschen kälter wird im Garten. Du kennst mich, Farod. Ich halte mich bedeckt, auch wenn ich Geld habe. Ich halte mich bedeckt. Sonst ach so, stimmt. Ich so abgezogen wie du, weißt du? Wenn ich hier mit so einer Goldkette rumlaufe und die teuerste Uhr habe und dann hier noch mit dem Urus rumfahren, dann hätte ich auch so viele Probleme wie du wahrscheinlich. Hast du recht. Okay, wer sind die Leute? Stell die mir mal vor. Lass mal zum Casino fahren. Vielleicht steht der da noch dort. Okay, aber ich will da nicht mehr zu lang bleiben, weil ich will mich von Casino distanzieren. 100 Korn, nee. Morgen wieder Casino, nee. Reicht, Bruder, reicht. Wir zocken nicht mehr. Das war's. Bencoins sind noch am Start, aber mache ich nicht mehr. Reicht mit zocken, Bruder.
Reicht mit Zocken. Lami sind spielsüchtig geworden. Jungs. Wo hier? Wo seid ihr denn? Suchen mich wirklich so rote Leute? Da ganz oben. Boah, ich bin gerade noch im Casino. Ich muss hier noch was erledigen, dann wird ich kommen. Ja. Oh, warte mal kurz. Ich rufe dich gleich in 2 Minuten zurück, okay? Adios. Mach mal Platz, ey. Lass mich mal aussteigen, vielleicht finde ich ihn. Hey! Hey, hast du das Fahren verlernt? Ey, die Tür, Alter, die scheiß Tür, Mann! Ja, geschickt dir recht. Nervös oder was? Die scheiß Tür! Stück Scheiße, fahr und bist du! Ey, was soll das? Hör auf, hier gegen mein Auto zu kicken, Mann, ey! Ey! Die haben platte Reifen, Bruder, die kommen nirgends wohin. Scheiße, Moruk, meine Tür lang. Ja, Bruder, ja. Ab und geht der Moruk. Das war einfach Antoyan, Digga. Ey, Big Mama, meine Tür, Mann, Alter. Wie wer zahlt mir das jetzt? Du bist doch stinkreich, Alter. Dein Bankcoin läuft doch. Was rufst du mich an? Ich bin doch ein Geringverdiener. Warum bist du jetzt reingegangen? Wohin gehst du? Ich such den... Ah, warte, ich glaube, ich hab hier was. Bleib mal dran. Hola, amigo. Amigo, du mit dem Schlafanzug. Wir haben doch vorhin gesprochen, oder nicht? Verdammt. Steigt was ein, Jungs, ich fahr euch. Wir haben, glaube ich, nur einen schlechten Start gehabt. Ey! Was schlechter Start, ey, warte, ey! Deine Schnauze, was soll das? Warum kommst du hier? Schnauze? Ich halte mein Mittelding in der Schnauze. Hör mal zu, du gibst mir jetzt 1000 Dollar. Ich meine, du gibst mir jetzt 1000 Dollar oder ich muss dich abknallen. Hast du verstanden? Was für ein Warenhausen, Junge, was redest du? Wer bist du, Mann? Was bist du für ein Clown, Alter? Was ist los mit dir? Ja, ich hab grad was vor, Junge, mit Messer. Oh, Scheiße. Das sind auch. Gehören die dir? Farut. Ja? Ich bring dir den Kollegen jetzt raus. Ich komm mit ihm raus, dann kannst du mit ihm klären. Okay. Hey, kannst du deine Leute her. Hä? Der war doch gerade noch hier. Ups. Er ist rausgesprungen. Achso, ich habe das gar nicht mitbekommen. Jetzt bin ich gespannt, welcher Typ hier nach mir sucht. Jetzt bin ich mal gespannt. Er ist rausgeflogen bei Kurve. Ich habe das gar nicht gesehen. Was fällt ihm ein, hier auf 5 Leute einzuschlagen? Dem geht's doch gut, oder? Boah, moin, salam alaikum, Digga. Walaikum salam. Was geht, alles gut? Das geht. Guck mal, er ist Taxifahrer geworden, er hat Geldbahn. Ey, Isko, bring den mal zum MD, Digga. Sagt die, wo hier auch mit einem gelben Oberteil herumläuft. Doch, der, du hast doch einmal zu viel eingesetzt, Mann. Alter, was ist denn das für eine Memme? Und da der über mich singst, bist du anscheinend mein Fan. Was für Fan? Für dich habe ich höchstens OnlyFans. Ich hab OnlyFans, hast du abonniert? Nee, für dich doch nicht, Alter. Da kann ich ja gleich auch irgendwie einen billigen Film kaufen, habe ich dasselbe. Na, das ist aber auch das Einzige, wo du meine Marcel, Frau nackt siehst. Komm, Big Mama. Ja, ich dachte schon, Captain Iglo. Boah, der, steig ein, bitte. Komm. Ach so, kommt der raus? Ja, der kommt. Ah, super. Komm, mach dich ab. Ah, da ist er. Dings, Playback Rapper. Der in dem Sportanzug hier. Steig mal kurz rein. Los, Mann. Barut. Nennst du mich noch einmal Payback Rapper?
Dann fick ich euch alle, habt ihr verstanden? Na, da hast du wenigstens mal was zu ficken. Ihr solltet mal wissen, ihr, wer hier was zu sagen hat, verdammte Scheiße! Da habt ihr es, Alter! Da seht ihr, wie ernst ich das meine. Ich bin Farud Gangbang, sagt das allen! Verdammte Scheiße, wollen die mich hier abfucken? Hat die hier keinen Respekt? Kommt die zu mir, sagt die Rapper, Mapper, ich hab schon einen vor Ding abgeknallt, ich knall noch mal einen ab. Ich bin der Allerechte, Alter. Ey, Big Mama, und der verkauft also Bitcoins, oder ich was? Ich muss sagen, der Spruch von dieser Sophia hat gerade schon gesessen. Willst du die Nächste sein? Nee, nee. Willst du die Nächste sein? Wir sind doch Kollegen, Farud, was ist los mit dir? Komm mal runter. Scheiße, Mann, meine Fresse. Kommt da mir hier Mickey Mouse auf Wisch, Alter, will die mit mir hier quatschen? Hat so eine Stimme wie diese Quietschentin, wenn man da drauf drückt. Und dann will die mir hier Ansagen droppen an den allerechten Farud, Alter. Was ist los mit der? Du musst Harten sprechen lassen, Farud. Würde ich sagen. Ich lasse Kugeln sprechen. So, Entschuldigung, der Herr. Sie haben wahrscheinlich ein schlechtes Bild von mir. Ich bin Farud Ben und auf mich können Sie vertrauen. Sie kann ich vertrauen. Genau. Die junge Dame meinte irgendwas von irgendwelchen Coins. Irgendeine Kryptowährung. Bencoins, Bencoins. Bencoins. Bencoins, richtig. Da machen Sie nichts falsch, der Herr. Wie ist denn Ihr Name? Muchtar. Muchtar, Muchtar. Freut mich, Muchtar. Ich bin Farud Ben und ich bin der Inhaber von Bencoins. Ach, Sie sind der Inhaber? Mhm. Beruf auf Überwachungskammer. Bruder, scheiß drauf. Ich musste die abknallen. Ich musste. Das war einfach in mir. Ich hab diese Lust gehabt. Ich wollte meine Waffe. Richtig. Ja, richtig, richtig. Okay, und wo liegt denn der Coin aktuell, bei was für ein Wert? Moment, ich muss mal kurz rechnen, einen Moment. Ja, bitte. Wir machen das so wie in Türkei im Bazar. Mhm. 22. Weil du es bist, Bruder, dann... Wie, weil ich es bin? Du bist wie Bruder, du bist Familie, du weißt doch, wie das läuft. Also, okay, jetzt haben wir hier noch, wenn wir das zusammen machen, plus, wie war dein Name nochmal? Hey, ganz kurz, was machst du da? Ich tippe das in Taschenrechner, ich muss wissen, wie ist dein Name? Kaufst du Coins oder gefälschte Klamotten gerade? Muchtar, 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 2 minus 2, dann haben wir... Hey, Big Mama, ist das dein Ernst? Ich weiß auch nicht, was der gerade so viel rechnen muss. Also, ein Bencoin ist momentan für dich... 471 Dollar und 13 Cent wert. 471 Dollar und 13 Cent. Richtig. Also Dollar und Cent. Okay. Genau, genau. Okay, wie ist das denn? Was muss ich denn, also was wäre eine gute Investition? Bruder, pass auf, ich sag dir... Bist du sicher, dass der Coin steigen wird? Bruder, schau mal, das mache ich nur bei richtig eng vertrauten Leuten. Und mit eng meine ich halt wirklich, also mit freundschaftlich, nicht jetzt das, was ich mit Sophia hatte. Aber pass auf. Du kannst jetzt sage ich mal 10.000 Dollar investieren und dann sage ich dir, Bruder, die Coins werden steigen. Und dann wird dein Geld natürlich verdoppelt. Verdoppelt? Mhm, fast schon verdoppelt, richtig. Was heißt denn fast schon verdoppelt? Was denkst du, um wie viel wird nicht der Coin steigen, sondern mein Einsatz? Um wie viel Prozent? Ich weiß nicht, Albo, aber ich denke nicht, ich weiß nicht. Also pass auf, ich sag dir so, heute war ein Kunde da, der hat 10.000... Ich will viel investieren, ich rede nicht schon 3, 4, 5, 6, 7, 10.000. Also ich mach dir mal ein Beispiel, wenn du mich ausreden lässt, Muchtar. Natürlich. Sonst kommen wir hier nicht auf den Nenner, wie jetzt gerade meine Rechnung. Ein Kollege hat vorhin 9.000 Dollar investiert und durch 9.000 wurden, jetzt halt dich fest, Bruder, ich mein's ernst, halt dich am Cockpit fest. Ja. 33.478 Dollar hat er gemacht. In einer Stunde. Also fast 400%. Mhm. So schnell geht das. Okay, und wie hoch ist die Chance, dass ich alles verliere? 2%. 2%? Mhm. Er macht gutes Geld, Bruder. Ich sag ehrlich, der fährt auch bald Urus. Nicht der einzigste hier. Was ist maximales Investment? Boah, kommt auf dich an. Je mehr du setzt, desto höher wird auch dein Gewinn. Betrügen durchgespielt, okay. Morik. Deswegen glaub niemals an solche Leute, was Jungs. Hast du einen Vertrag oder nur mündlich? Wir können mit Handschlag Vertrag machen. Das ist viel besser. Okay. Das zeigt mehr Vertrauen. Ja, das ist gut. Ich habe auch meinen Kameramann. Der hat auch eine Kamera. Dann würden wir das Ganze aufnehmen, dass ich auch was in der Hand habe. Gute Idee. Eine sehr gute Idee, Muchtar. Du bist ein sympathischer Typ. Ja, komm, ich will... Was war denn das Maximalste, was jemals investiert wurde? Das meiste war jetzt 2 Millionen Dollar, aber der hat leider
der hat zu viel rausgeholt, dann ist Bencoins runtergegangen. Jetzt, letzter Zeit hat, gestern hat der Jute DiCapri, der hat jetzt heute 9000. Ja gut, ich mache 30 Riesen. 30 Riesen, das schmeckt, Bruder. Ja, das ist eine sehr gute Investition, der Herr. Okay, aber wir nehmen alles auf Rot. Alles auf Rot, ich sehe es schon vor mir, Bruder. Ich sehe es schon vor mir. Richtig, genau, wir machen alles auf, ja. Gar kein Problem, der Herr, machen wir. Okay. Wenn du irgendwie Vertrag fertig hast, ist auch nicht schlecht zum Unterschreiben. Pass auf, ich schreib dir schnell einen Vertrag. Komm, lass uns mal. Moment. Fahr erstmal zur Bank, lass erstmal die Kohle holen. Komm. Genau, wir fahren mal erst zur Bank. Big Mama, ich vertraue dir, ne? Ich bin auf deine Empfehlung hier. Ja, ich habe ja selber Gewinn rausgeholt. Also ich muss ehrlich sein, ich war am Anfang ein bisschen stutzig, weil Du weißt, was der Alte mit dir macht, ne? Der Farod ist mir nämlich unsympathisch, aber der hat, also ich habe mein Geld. MK, eine sehr gute, sehr schnuckliche Frage. Ich gehe heute nicht ins Casino, ich mache das nicht heute. Heute nicht mehr, Bruder, jetzt reicht. Wenn, dann mache ich das morgen, übermorgen oder so die Tage, aber nicht heute. Das heißt, mit 30 müsste ich ungefähr auf 50 kommen. Mhm. Also wenn du 30.000 investierst, dann kann das sogar sein, dass du 100.000 raushaust, Bruder. Okay, und bis wann muss ich da warten? Also... Heute, die Währung ist jetzt heute gestiegen, die wird jetzt nicht mehr steigen. Ich denke spätestens morgen Abend. Okay. Dann komm mal mit rein. Mich mal ab. Hey Big Mama, du bist gar nicht mal so schlecht, Alter. Du kannst gut Kunden organisieren, Mann. Ja, was sagst du, Farod? Was springt da für mich raus, ey? 30, du kriegst auf jeden Fall Provision. Ja, wie viel? Guck mal, ich habe dir einen Kunden gebracht, der 30 investiert. Bestimmt hat niemals so einer bis jetzt so viel investiert. Moment, ich rechne kurz aus, dass du auch Provision im Moment. Aber bei mir bitte nicht auf türkische Bazar-Basis ausrechnen. 200 plus Provision machen wir. Boah, $370.04 Provision. Ich glaube, du verlierst den Kunde gleich sonst. Okay, ich verdoppel. Ich werd fünffach. So, der Herr, haben Sie das Geld? Das Geld habe ich, ja. Super, dann machen wir das mal. Moment, wir steigen aus und dann geben Sie es mir einfach bar. Hey, komm, mach die Kamera an. Nicht, dass wir hier abgezogen werden. Komm hierher, so. Noch ein Stückchen zur Seite, ich bin breit, Bruder, die Kamera sieht mich. Ich muss noch weiter, noch ein Stück, noch ein bisschen. Bisschen noch, ja, Bruder, jetzt müsste ich drauf sein. Bin ich drauf? Passt so? Okay, ich bin drauf, sehr schön. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, so. Der liebe Herrn Farod Ben, der Besitzer vom Bencoin, schließt hier einen Vertrag mit mir ab, wo ich $30.000 investiere. Genau dieser Herr. Und er gibt mir eine, was war das, 98%ige Sicherheit, dass ich gewinne. Richtig, ne? Ein 98%ige Sicherheit. Epic, schlaf gut, Bruderherz. Seine Gewinne liegen aktuell ungefähr bei 60% pro Kunden. Mhm, 62. So. 62%, ja. Ich werde jetzt hier vor öffentlicher Kamera dem Farod das Geld geben. 30.000. Genau. So, zähl das nochmal nach, bestätige das. Uff, Bruder, $30.000, Bruder. Moment. Sieht gut aus. Ja, ist alles gut. Okay, alles auf Kamera passt, ne? Ja, hab ich. Okay, Handschlag drauf und dann passt das. Perfekt. Gut. Perfekt. Dann fahren wir schon noch zu einer Garage, dann steht der Deal. Okay, sehr morgen schön. Morgen Abend hören wir uns dann. Morgen, du brauchst ja meine Nummer, sonst kannst du mich ja nicht erreichen. Schreib mir mal eine SMS gerade bitte. 959. Moment. Wie ist denn Ihr Name nochmal? Muchtar, ne? Muchtar, richtig. 959. Minus 2142. 2142. Genau, richtig. Okay, Muchtar. Moment, ich ruf dich kurz an. Ja, mach mal. Ich hoffe, das klappt, ne? Oder ich schreib dir eine SMS, Moment. SMS geht auch.
So. Der echte Dede, ich küsse dein Herz, Bruder. Was geht ab? Danke für dein Abo, Bruder. Herzlich willkommen, Jano. Ich küsse deine Augen. Passt. Bin ich mal gespannt. Wenn das klappt, werde ich auf jeden Fall noch einige Kunden ranholen, die ihr Geld investieren wollen. Super, super. Machen wir. Gut, mach dann den ersten Deal fertig und dann... Alles klar. Hey, Big Mama hat ja anscheinend doch was drauf geschäftlich. Ich dachte immer nur, du laberst Scheiße. Ja, siehst du mal. Ja, wo soll ich euch hinfahren? Zu Casino kann ich nicht mehr. Ich hab da jemanden abgeknallt. War irgendwo Garage. Am besten Würfelpark Garage. Ich war hier um die Ecke. Ja, willst du dein Geld nicht einzahlen, nicht, dass ich eine abziehe? Ah, hast recht, hast recht. Gute Idee. Wo ist überhaupt dein Security-Team? Ich brauch keins. Hast du mich mal gesehen, Alter? Was für Security? Warte mal hier mit Security, Alter. Boah, wie viel Geld haben wir, Lan? Schau mal, wie viel Geld wir haben, Lan. Wir haben einfach 152.000. Wir haben nicht einmal gearbeitet, Lan. Wir haben... Moruki, ich will nicht abgeben. Wallah, das ist mein Geld. Wir haben einfach $152.000 gemacht. Ne? Aber dann ist ja dein Gewinn auch höher. Ja, das stimmt. So. Da bin ich echt mal gespannt, was dabei rauskommt. Ah, da wird auf jeden Fall keine Sorge. Da brauchst du dir wirklich keinen Kopf zu machen. Also bei mir ist vollstes Vertrauen. Du siehst ja, ich fahre auch Urus. Und Big Mama kennst du ja, also wir sind auf jeden Fall gut. Ja, Big Mama, das weiß ich noch nicht. Bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Die rede zu viel, ja. Ja, das Fall, Problem ist... Ich wünsche viel Glück mit dem Coin, dass das alles so klappt, wie du dir das vorgestellt hast. Auf jeden Fall. Hau rein, Muchtar. Nicht, haben wir natürlich ein Problem, ne? Nee, Bruder. Das einzige Problem ist, dass du mal wieder zum Friseur gehen solltest, Bruder. Das ist ein Problem. Geh mal zum Friseur und kauf dir eine bessere Kette. Dann bist du auch richtig stabil unterwegs, Bruder. Der Anzug sieht aber stabil aus. Ne? Dankeschön, Bruder. Deine Kein auch. Problem. Also kann ich dir vertrauen, sagst du. Normal, Bruder. Ich habe noch nie jemand abgezogen, Mann. Ich bin... Kein Problem. Dann geh ich jetzt ohne Hintergedanken schlafen, ja? Schlaf gut. Alles klar, Salam alaikum. Wa alaikum salam. Übrigens, ne? Danke. Pah, Big Mama. Ja? Geil, ja, Alter. Siehst du mal, der sagt, der bringt dir sogar noch andere Kunden, also mach keinen Scheiß, würde ich sagen. Ja, ich mach jetzt ehrlich so, ne? Ich glaube, ich werde ihm Geld geben und sagen, er hat gewonnen und mehr Kunden dazu holen, Alter. Das ist eine Geschäftsidee, man. Willst du einsteigen? Ja, was springt denn dabei raus für mich? Ich mach das nicht umsonst hier. Guck mal, was für ein Großkunde ich dir geholt habe. 2%, Mann. 2% kriegst du Provision. 2%? Mhm. Ich hab dir so oft den Arsch gerettet. Cent gebe und ich hab dir so einen Kunde geholt. Okay, 20. 20%. Mhm. 20%, ja. Aber dann ist auch gut. Ja, 20% von seiner Investition oder von wo rechnest du die 20% denn? Das würde ich gerne wissen. 20%, also pass auf. Ich mache jetzt zum Beispiel $10.000 Gewinn, 2%, was gibt das? 10.000 von 20% sind? 2.000 Dollar. Hast du $2.000 gemacht? Gute Nacht, Alpoboy, schlaf gut, Bruder. Warte mal. Das sind, glaube ich, kein 2000. Doch, 10%, 20% sind $2000. Big Mama, was hast du in Mathe gehabt, Alter? Ich war in Mathe schlecht. Ich habe Mathe. Was sie aber nicht weiß, sie wird ja nicht, sie muss ja nicht wissen, wie viel Gewinn ich mache. Egal, alles gut. So. Also, er hat 30.000 investiert. Schau mal. Wenn er, sagen wir mal, mit 50 rausläuft. Mama, was denn? Ich vertrau dir was an, okay? Vertrau dir was an. Kennst du das, diese... okay, das ist jetzt kein Date, aber diese Autodates, immer mit Ausblick. Ja. Fuck, ja. Gar keinen Bock, Alter. Damals, mein Golf... Ich hab damals Golf und dann musste ich hier... Na egal, das ist ein anderes Thema. Die Geschichten interessieren mich nicht. Ja, hör mal zu, jetzt quatsch mal hier nicht so viel. Hör mal zu, das ist jetzt gerade wichtig. Es geht ums Geschäft. Pass auf. Er wird $30.000 machen. Er hat 30.000
30.000 hat er unterwegs. Sag ich mal jetzt, er macht mit den 30.000 40.000 Dollar Gewinn. Haben wir ja 10.000 Dollar, ne? Aber ich werde ihm nicht sagen, dass er 40.000. Ich werde ihm sagen, er hat nur 5.000 Dollar Gewinn gemacht. Und mit den 5.000 Dollar und die restlichen 5.000 Dollar, die stecken wir dann ein. Und du kriegst die 2%. Hast du verstanden? War das nicht 20 vorher? 20. 20%, ja. Ja, das hört sich gut an. Können wir machen, ne? Ja. Perfekt. So, und jetzt sag mir mal, erklär mir mal dieses Geschäft ein bisschen besser. Diese ganze Bankcoin. Warte. Yo, was geht ab, Bruder? Ey, was geht ab, Bruder? Wo bist du? Bruder, ich bin gerade, weißt du, wo das Red Light Chapter ist? Ja. Ich bin da, Bruder. Okay, bis gleich. Bis gleich, Bruder, hau rein. Ciao, ciao. Das ist das Geschäft, Big Mama, das ist alles. Vertrau mir, ganz einfach. Mehr musst du nicht wissen. Mehr muss ich nicht wissen. Nee, das okay. War's auch. Solange ich meine Kohle von dir sehe, ist alles gut, Farod. Nein, ist nicht Rekord. Rekord war 3,3. Okay. Gar kein Problem, Big Mama. Auf mich kannst du vertrauen. Hör mal auf, die ganze Zeit an meinem Vertrauen zu zweifeln. Sonst bist du auch raus hier, wie meine Autotür. Was machst du jetzt mit deiner Autotür? Willst du nicht reparieren? Das, das musst du reparieren. Das war deine Schuld. Du hast mich überfahren mit der Autotür. Willst du mich verarschen? Ja, dann steh mir eben nicht im Weg. Los, fahr mein Auto in die Werkstatt. Ja, wenn ich dein Auto in die Werkstatt fahre, dann sieht das ganz anders aus. Danach. Ich fahre dir nicht. Das nicht. Wer ist das? Yo, Jungs, was geht ab? Warte mal, Alejandro, mein Name, wie heißt du? Farud Ben. Farud? Ja. Ah, okay. Du, hör mal auf, kennst du diese Leute da drinnen? Ja. Kannst du mich mal jemanden da bekannt machen? Ja, komm mal mit, komm. Ja. Komm, lass mal da rein. Rein müssen wir jetzt nicht, ne? Ja, rein nicht, aber ich stell die dir mal vor. Ja, ja. Wartet hier. Ja, yeah, okay. Yo, Jungs. Da sind ein paar Leute vor der Tür, die sagen, die ficken euch. Kennt ihr die? Nein. Die wollen euch irgendwie Ansage droppen. Zwei Jungs, gleich da links. Der hat irgendwas gesagt mit Ding. Ich muss mein ernstes Wörtchen mit ihnen quatschen und so. Harut. Ja. Geh mal raus, ich hab grad ein Gespräch. Die wollen euch ficken und du sagst einfach jetzt... Bruder Jack, du hast dich echt verändert, Alter. Du hast dich echt verändert. Jeder sagt das. So ein Kerl. Farod, dieser Typ, wo bei dem steht, ist doch der, wo der gerade bei dir investiert hat, oder nicht? Ja. Was macht der hier? Keine Ahnung, egal, alles gut. Da wird schon nichts rauskommen. Jack weiß nichts von meinem zweiten Leben. Mhm. Warte mal, lass mal hören, was die sagen. Ja. Euch ein kleines Angebot machen, vielleicht wenn ihr natürlich die Infos habt, dass wir für euch sozusagen arbeiten gehen, ja, und einfach keine Ahnung 50-50 und wir gehen dann sozusagen für euch. Aber arbeiten. Wie du mit schon mal diesen Zero TV an, wie Fitner der macht, wir wären gerne nur für uns da, aber ja. Halt so für euren Namen, dass wir für euch arbeiten können. Vater, was wollt ihr denn arbeiten? Was wollt ihr denn machen? Also, ich hab jetzt gerade. Also, guck mal, warte, ja, ja. Was gibt's, Jungs? Was geht? Was geht? Farod, wir wollten Auszahlung machen. Bruder, ich bin gleich da. Warte, ich geb dir gleich dein Geld, Bruder. Einen Moment, ich muss kurz mit Jack quatschen. Ja, Jack ist cool geworden. Jetzt pass auf, was ich ihm sage, Bruder. Yo, Jack. Muchtar, ganz kurz, Bruder. Kann ich ganz kurz... 30 Sekunden, ganz kurz, 30 Sekunden. Entschuldigung, bitte ganz kurz. Ja. Du bist ziemlich frech zu mir, Jack. Ey, Farod. Halt deine Schnauze, weißt du überhaupt, wer ich bin? Ey, Farod. Was? Kleiner Wichser. Halt deine Schnauze, schau mal, ich zeig dir jetzt eine Nachricht. Hör mal zu. Ja, du hast, glaube ich, vergessen, wer ich bin. Hör dir das mal an. Komm, lass mal abspielen. Warte. Das war in der Mailbox. Ja, okay. Hör zu.
Sie haben eine neue Nachricht von Armando Red Light Crew. Jo, was geht, Farut? Armando hier. Ich hab mitbekommen, dass einer von den Jungs irgendwas labert mit, du sollst Schutzgeld abdrücken. Alter, sowas gibt's nicht bei uns in der Familie. Sag mal, die sollen damit aufhören mit dem Scheiß. Ich schau vielleicht auch die nächsten Tage bald mal in Los Santos vorbei. Pass auf dich auf und sag Toni liebe Grüße von mir. Pass auf dich auf, peace. Hast du gehört? Ja, hab ich gehört, aber Farut, hast du gehört, was Armando gesagt hat, mein Cousin? Hab ich gehört, aber Farut, wenn ich am Geschäfte machen bin, komm doch nicht einfach so rein. Komm ruhig in den Chapter rein, chill irgendwo anders, aber komm doch nicht einfach hin und sag, ey, ich will zwei Leute da ficken. Okay, hast du recht, Bruder. Dann tut mir leid, war auf jeden Fall falsch von mir. Geht Red Light auf sein Gesicht, wenn du einfach so reinplatzt und sagst, ey, der will dich ficken. Hast du recht, Bruder, tut mir leid. Aber du sollst auch nicht in Zukunft so frech sein, hast du verstanden? Bruder, geh einfach, bevor ich mich verliere. Okay. Hey, Farut, warte mal kurz. Also, wir haben ja vorher über meinen Gewinn gesprochen. Ich habe da so eine Information, die was an dem Gewinn, denke ich, ändern könnte. Was denn? Du hast doch hier so einen Cousin oder wie der sich nennt. Ja. Oder? Der hat mir, als du diese ganze Stunde lang verschollen warst und ich dich nicht erreichen konnte, hat der mir was ganz Nettes erzählt über dich. Was hat er denn erzählt? Ja, der hat gesagt, ich finde dich vielleicht im Casino, weil du hier das Geld verzockst, was die Leute in Bitcoin investieren. Nee, ich gehe gar nicht mehr ins Casino. Big Mama, ich habe aufgehört mitspielen. Das war nur ein, zwei Mal. Ich war schon lange nicht mehr im Casino. Hast du nicht gemerkt, vorhin, als wieder hingefahren, ich habe mich auch fast verfahren. Also der hat mich angelogen, oder was? Der hat dich angelogen. Ich war gar nicht mehr im Casino. Seit zwei Tagen nicht mehr. Also der scheint mir eigentlich nicht als ein Lügner. Nee, niemals. Also, wie gesagt, ich war schon lange nicht mehr im Casino. Armando wird kommen. Ja gut, ich bin ja ab jetzt dabei bei den Geschäften, dann sehe ich ja, wie du das Geld machst. Wo das Geld herkommt. Okay, das freut mich. Ja. Was ist jetzt mit den... Ah, Jürgen wollte auszahlen, ne? Ja. Okay, Moment. Stimmt, habe ich voll vergessen. Warum hast du keinen Respekt vor dem Anwesen, Alter? Jürgen, Bruder, was geht ab, Bruder? Ey! Eine Rolle, gell, der hier. Was? Der sagt, was ist das für ein hässliches Ding hier? Was geht ab, Bruder? Das ist jetzt so wie letzte Nacht auch ein Sandwich, nur dass ich jetzt mal in der Mitte bin. Ohne Brot. Wieder, ja. Hör mal zu, Jürgen, was willst du, Bruder? Willst du das Geld wieder haben, Bruder? Ja, ich möchte jetzt das Geld wieder haben. Möchtest du doch das Geld haben, ne? Ja, natürlich. 6.000 einmal bitte. Bruder, warte, du hast, wie viel hast du investiert? 5.000. Moment, ich muss noch mal kurz hier überlegen. Jürgen Beißer mit 4.000 Dollar. 5. Ey, Jungs. Ich hab falsch, meine Schrift konnte ich nicht lesen. Nee. 5.000, du hast Gewinn gemacht. Ey, du bist immer noch hier. Ich hab doch gesagt, dieses Anwesen ist kein Spielplatz hier. Komm, mitnehmen. Ja, nimm den mal mit, der übertreibt seinen. Der wollte Eisen hier verkaufen, ey. Der denkt, ihr seid hier Eisenfabrik. Zweimal und wurde schon weggeschickt. Nimm den mal weg von hier. Soll ich den für dich reinbringen? Jürgen, 2.000 Dollar, das heißt, du kriegst 7.000 Dollar von mir. Wow, stark. Stark, ne? Bitte. Ja, Auszahlung. Okay, Bruder, mach ich. Hol dann schnell das Geld, dann gebe ich dir die 7.000 Dollar. Du weißt Bescheid, investiere in Bankcoins, siehst du, du hast kurz mal 2.000 Dollar gemacht. Was für Geräusche dann? Keine Ahnung. Du hast auf jeden Fall nicht gearbeitet, gar nichts gemacht, 2.000 Dollar. 2 Mille, ich bin zu krass, ich komme in die WhatsApp-Gruppe. Hast du nicht gerade gesagt, du würdest deinen Arsch für die Bankcoins verkaufen? Nein, das ist Lüge, was redest du da? Komm, Big Mama, ich gebe dir schnell das, warte, wir gehen kurz zum Automat hier. Ich habe ja das Geld auch da hinten gebunkert und dann gibst du das denen. Ich bin gleich bei euch. Komm mit. Big Mama. Ja. Halt die irgendwie hin. Wohin gehen die? Keine Ahnung, wieso? Was ist denn schon wieder? Ich hau ab. Wie, du haust ab? Ja, scheiß auf das Geld, Mann. Der kriegt sein Geld nicht. Okay, dann bis später, ne? Ja, und der ist auf jeden Fall jetzt auch reich geworden durch die Bandcoins, Big Mama. Hast du ja gesehen, wie schnell das geht, ne? Also, ich sag dir ehrlich, der Junge hat auch gut Geld gemacht jetzt. Ja, hab ich gehört. Ja. Mhm.
Wer hat gut Geld gemacht? Ich? Jürgen Beißer. Der hat heute investiert, hat auf jeden Fall wieder gut Geld rausgehauen. Der war hier gerade noch vor der Tür. Ja, aber der ist weg. Warte, ich schau mal kurz. Das riecht echt nach einem guten Coin. Hä, der ist aber weg. Jürgen, wohin gehst du, Bruder? Ich dachte, du haust jetzt ab, dann wollte ich dir das Geld nicht geben, Alter. Wohin gehst du? Nein. Ich hab nur kurz geguckt, ob mein Handy im Auto Herr Beißer, wie geht's? Ach so. Hey, was geht? Ich bin gleich bei euch. Gut. Ja, ich hab tatsächlich... 3000, okay. Hast du bekommen? Scheiße, diese Kelps, Alter! Hör mal zu, mein Lieber! Du machst erstmal, du stehst erstmal auf. Was ist das für ein Autofahrer? Der hat mich gefickt, Alter! Hör mal zu, ich hab direkt gewusst, du willst uns hier abreißen. Jürgen, hör mir zu, Jürgen! Die zwei waren dafür verantwortlich, Bruder! Die zwei im Auto, Jürgen, schnell! Die waren dafür, die wollten mich abziehen! Ey, ich denke, Jungs, alles gut! Ich wusste, dass Jürgen hinterherläuft. Jungs, ihr müsst mir bei so RP ein bisschen vertrauen, als ob ich Jürgen abziehe, Mann. Jürgen, Bruder, ich bin so froh. Warte, Bruder, hör mir zu, du musst mich ausreden lassen. Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Bruder, die zwei Jungs im Auto, die haben gesagt, das Geld von Jürgen, du nimmst das jetzt und entführst uns. Also ich wollte mich entführen, die wollten das Geld mit dir verschwinden. Aber gut, dass du da bist, jetzt kann ich dir dein Geld geben. Komm, Bruder, hier ist ein Automat. Bruder, hast du wirklich gedacht, ich zieh dich ab, Mann? Das waren die zwei, Alter. Also ich hab schon gerochen, dass du hinten wegrennen willst. Und dann, aber ich dachte, die holen dich ab. Nein, Bruder, niemals, Alter. Komm hier nicht nochmal so hierher, Alter. Was ist los mit dir? Sorry, Bruder, tut mir leid. Ich hab dich verwechselt, tut mir leid. Alter, wer bezahlt mir das jetzt? Hör mal zu, das war extra von ihm. Warte, ich geb dir das Geld, komm. Ja, komm. Warte, mach mal kurz Platz, ich muss ihm Geld geben. Nein, geh mal ganz kurz beiseite. Dem Weißen, dass ich ihn... Farod, ja? Was ist hier los? Alles gut, Bruder, alles gut. Ey, was nimmst du hier? Alles sicher, Leute, alles chillig, Mann. Alles chillig. Hör mal zu, der wollte mich abrippen schon wieder das zweite Mal und erzählt irgendwas von... Was weiß ich was. Alles gut, Bruder, wirklich alles gut. Ich gebe Jürgen kurz sein Geld für Bancoins Investition. Komm, Bruder. Jürgen? Yeah. Würdest du auch weiterhin für Bancoins investieren, weil du hast ja Geld gemacht? Ja, natürlich. Ich nehme jetzt die 7000 und in 2000 arbeite ich. Dann mach das doch so, Bruder. Ich gebe dir wieder die 5000 und arbeite mit deinen 2000. Ich möchte 7000 erstmal haben, weil ich mache jetzt 2000 auf Rot, die ich von dir gewonnen habe. Also du willst die ganzen, du willst die ganzen 7000. Was ist los, Mann? Jetzt wegen deinem Motorrad. Wenn ich will, ich mach Kratzer rein, Junge. Verpiss dich mal, du Vogel. Er hat doch gesagt, dass er dazu zahlt. Ja, gleich. Immer mit Junge, der Ruhe. Weißt du, wo wir dann mein Geld haben? Komm, geh mal zu deinem Motorrad. Ganz kurz beiseite, du kriegst gleich Geld. Warte mal. Dein Schmerzensgeld kommt von dem Herrn, der mit Versace hier. Ja, genau. Ja, ich hab schon gewusst, dass du uns verarschen willst. Nein, Bruder, was für... Schau mal, wenn du jetzt hier sagst, verarschen, dann bist du auch wieder raus aus dem Geschäft, Jürgen. Das ist doch gute Investition, Bro. Natürlich, es war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Eine halbe Stunde 2000 gemacht, das ist echt... Macht mal Platz, ihr kleinen Streuner. Wollt ihr was auch abgreifen oder was von Jürgen sein Geld? Komm, geht mal ganz kurz beiseite, Nikita. So, Bruder. Bitte schön, Bruder, dein Geld. Gut investiertes Geld, Bruder. Da fehlt noch 1000. Ah, scheiße, das habe ich übersehen. Natürlich, da fehlt noch 1000, mein Lieber.
Zack, 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 wo ist mein 1000? Kommt, Jungs, 7000 auf Rot, yalla! Viel Spaß, Bruder, investier gut. Scheiße, Mordek. Nein, Bruder, ich will nicht, dass Jürgen Stress hat mit Red Light. Ich hab keinen Bock. Jürgen ist cool. Yo, Bruder. Ja. Tut mir leid wegen deinem Motorrad nochmal, ne? Ja, ich hab's eigentlich neu geholt, Mann. Moment, ich geb dir das Geld. Hey. Hey, du warst auf der Fall. Bitte schön, Bruder. Pass auf dich auf, hol dir was Schönes und gönn dir, Bruder. Was soll ich mir damit holen, Mann? War gut. Hallo, eine Frage. Ja. Hallo. Wo kann ich einen Werkzeugkasten kaufen? Im 24/7 Shop. Nee, da war ich eben. Dann musst du zum. Kannst du den Alice Unfall Custom. Bezeugen hier? Alice kannst Custom. Du, kannst du den Unfall bezeugen von gerade? Moment, ich schau's mir mal kurz an. Mit wem hast du den Unfall gebaut? Ja, mit denen hier hinter mir. Oh Mann, Alter. Immer diese Leute, Alter, die wo hier Unfall bauen. Wo ist denn der Schaden? Hier vorne. Das ist ja locker ein Schaden von 10.000. Ja, 10.000, jo. Guck mal. Boah, das sieht echt wild aus, Jungs. Sag ich euch ehrlich, ne? Scheiße, Marduk. Ich hätte nicht gedacht, dass Jürgen sein Geld so schnell will. Hätte ich nicht gedacht, dass er so schnell sein Geld will. So, ich nehme jetzt das Auto, park das einfach hier, dass die zu Red Lights kommen. Schau mal, diese Fitner. Die kommen jetzt zu Red Lights rein, wollen das Auto und Red Lights wird die dann abknallen. Fertig aus, so. Gute Nacht. Schlaft gut. Reicht jetzt. Urus, keine Ahnung, Bruder. Irgendeine Art Urus soll er nehmen, Bruder. Soll er holen, Bruder. Ich bin raus. Du bist so dreckig. Ich bin raus, Bruder. Heute war ein geiles RP, hat Spaß gemacht. War mal etwas anderes. Ich bin raus. Ich bin müde. Ich muss morgen früh raus. Und ja. Keine Ahnung, was soll ich euch noch sagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, das RP hat euch Spaß gemacht. Ansonsten, was soll ich euch noch sagen? Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin. Was machen wir? James, danke für deine 100 Bits. Boah, Bruder, Ehrenmann. Der schreibt, danke für deinen Stream. Ich küsse dein Herz, Bruder. Vielen, vielen... Schau mal, das ist ein guter... Bruder, ich küsse doch dein Herz. Der schreibt, danke für deinen Stream. Der schreibt nicht hier wie manch andere Geier. Hoste da, mach das oder in gehen Ding. Der Bruder, ich küsse dein Herz, Land, James. So, wir gucken jetzt ganz kurz. Moment. Also, wir haben. Ich aus. So, da haben wir doch den. So, gut, haben wir noch, Mod ist bestimmt noch hier, ne? Mod, hallo, Mod. Mods are here. Are the mods are here. Da sind wir doch, da sind wir doch. So, von euch Disco oder Locke, keiner ist Mod bei Big Mama, ne? Von euch beiden ist keiner dort Mod. Nein. Okay, dann kann ich euch auch da nicht rüberschicken. Ich habe im Auge. Bruder, das bringt nichts. Du musst dort Mod sein. Das bringt dann nichts. Lieber nicht. Ihr wisst Bescheid. Ich hab keinen Bock auf Bann oder so. Stopp, Mann. Stopp, stopp. Breaking News. Ergo, ich küsse dein Herz, Bruder. Ich küsse dein Herz. Danke nochmal für deinen Euro, Habibi. Ach, Locke, bist du dort Mod oder nicht? Nee, ist kein Mod dort. Ah, gut.
Nicht, dass ich wüsste, wollte ich mich mal machen. Okay, Bruder, alles easy. Pass auf, wir supporten ein bisschen. Bring, haust du den Link rein. Auch von Big Mama, wenn du willst, den Link rein. Support ist kein Mord, wie der ein oder andere sagen würde. Und dann bringe ich euch hier zu Antoyan, dem Bruder. Der Antoyan, wir haben heute ein bisschen wenig RP mit Antoyan gehabt. Ah, und von Timmy kannst du auch reinhauen. Hau von Timmy auch nochmal rein. Von Big Mama und Timmy bitte zweimal die Links. Und dann bringe ich euch rüber zu Antoyan. Einmal hier, Big Mama. Und die soll nicht meinen Urus färben, Bruder. Wehe, die soll hier nicht meinen Urus färben. Verdammte Scheiße. Melis, geiler Stream heute Abend. Danke für die Unterhaltung. Ich küsse dein Herz auch dir. Vielen, vielen lieben Dank. Lasst Liebe bei Codename, bei Big Mama. Lasst Liebe bei Timbo. Und ich bringe euch rüber zu dem Bruder Fox, der allerechte, a.k.a. Antoyan. Dankeschön auch dir für deine 1000 Bits. War ein geiler Stream. Morgen sind wir wieder am Start. Passt auf euch auf. Salam alaikum und viel Spaß. Haut rein. Dankeschön für alles. Ihr seid die Besten. Wir sehen uns tomorrow. Von Farut wahrscheinlich wieder alle, gell?